Jan, ein herzliches Willkommen zu unserer Panel-Diskussion Design for All, der Weg zur digitalen Inklusion im Mittelstand. Lange Panel-Diskussion, 2 Stunden. Wir wollen mit Vertretern aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft uns darüber unterhalten, wo wir bei diesem Thema stehen, was die größten Herausforderungen sind und was alle, die im UX-Bereich tätig sind, selbst für einen Beitrag dafür leisten können. Also wir haben viel vor, darum möchte ich direkt mit der Vorstellung unseres wunderbaren Panels beginnen. Ich begrüße zum einen Angelika Glöckner. Sie ist Bundestagsabgeordnete für die SPD und behindertenpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Angelika sagt, wir müssen mehr Druck machen, dass Unternehmen sich ihrer Beschäftigungspflicht von Menschen mit Behinderung stellen und was natürlich entsprechend barrierefreie digitale Arbeitsplätze voraussetzt. Dann begrüße ich Annemarie Nebe. Sie ist als Expertin tätig am Kompetenzzentrum für digitale Barrierefreiheit und Softwareergonomie der T-Systems MMS. Annemarie, ist es wichtig, dass Design for All als eine Methode ein barrierefreies Mindset sowie barrierefreie Arbeitswelten, Produkte und Dienstleistungen schafft. Weiterhin herzlich willkommen Corinna Rüffer. Sie ist Bundestagsabgeordnete für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und ebenfalls Sprecherin ihrer Fraktion für Behindertenpolitik. Für Corinna bedeutet Barrierefreiheit, eine gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe am Leben zu ermöglichen. Und das vor allem im digitalen Bereich. Viele Barrieren sich leicht vermeiden lassen, wenn man sie denn von Beginn an mitdenkt. Dann herzlich willkommen Dr. Thorsten Schwarz. Er leitet das Accessibility Lab und die Literaturversorgung für Studierende mit Seheinschränkungen am Studienzentrum für Sehgeschädigte am Karlsruher Institut für Technologie. Thorstens Standpunkt ist es, dass Zugänge bzw. barrierefreie Daten für jeden Normalität sein müssen und es keine Diskussion darum mehr bedarf. Dann haben wir Holger Dietrich. Er ist Vorstandsmitglied des gemeinnützigen Vereins Sozialhelden, einem Verein, der Projekte durchführt, um Menschen und Institutionen und Unternehmen dafür zu sensibilisieren, dass Menschen mit Behinderung als Zielgruppe bei Produkten und Dienstleistungen wahrgenommen und mitgedacht werden. Zudem ist er auch Gründer mehrerer digitaler Lösungen zum Thema Barrierefreiheit und Inklusion, so zum Beispiel wheelmap.org, der größten Online-Karte für barrierefreie Orte. Dann Jens Beek ist Bundestagsabgeordneter für die FDP und Sprecher für Teilhabepolitik. Jens meint, dass gesellschaftliche Teilhabe überall mitgedacht werden muss. Das bezieht sich insbesondere auch für den digitalen Raum. Die Herausforderung ist, dass Barrierefreiheit noch kein Selbstläufer ist. Dann Jürgen Dusel. Er ist Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung. Das Motto seiner Amtszeit ist, Demokratie braucht Inklusion. Und dabei ist ihm insbesondere wichtig, dass alle ihre Grundrechte auch wirklich nutzen können und in allen Bereichen des Lebens wirklich teilhaben können. Dazu wünscht Jürgen sich, dass wir alle unseren Beitrag dazu leisten, sodass auch möglichst alle die gleichen Chancen haben. Weiterhin herzlich willkommen Ulrich Brandner. Er ist Inhaber der CIB-Gruppe, einem Hersteller von Standardapplikationen rund um das Thema Document Lifecycle Management. Er setzt sich dafür ein, dass Produkte, Prozesse und Lösungen von vornherein so konzipiert werden, dass sie für jeden ohne zusätzliche Anpassungsaufwände zugänglich und verwendbar sind. Und last but not least Uwe Schummer, ebenfalls Bundestagsabgeordneter für die CDU. Er war bis 2018 Beauftragter der CDU-CSU-Bundestagsfraktion für Menschen mit Behinderung und ist aktuell Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe seiner Fraktion. Uwe meint, dass wir für Menschen mit Behinderung mehr Bewusstsein bei Investoren und Unternehmen schaffen müssen, insbesondere im Gesundheitsbereich. Also ein großes herzliches Willkommen allen Gästen. Eine große Runde auch. Wir freuen uns sehr, dass wir so ein hochkarätiges Panel für die heutige Veranstaltung gewinnen konnten. Wir werden jetzt 2 Stunden uns gemeinsam unterhalten. Wie wird das ablaufen? Also wir werden zunächst ein kurzes Grußwort vom Beauftragten der Bundesregierung, also Jürgen Dusel, hören. Dann wird Dr. Thorsten Schwarz darüber berichten, wie es um die digitale Inklusion und Design for All aus IT-Sicht aussieht. Danach folgt eine erste Panel-Diskussion, bei der wir uns auf die Fragen aller Teilnehmenden freuen. Quasi als Intermission zeigt uns dann Holger Dietrich einen optimistischen Blick in die Zukunft rund um die Barrierefreiheit.
Und dann beenden wir dieses Event mit einer zweiten Panel-Diskussion. Und wer das kennt, wer bei unseren Veranstaltungen schon mal dabei war, weiß, wir wollen die Panel-Diskussion so interaktiv wie möglich machen. Also darum, liebe Zuschauer, stellt Fragen und diskutiert mit. Für alle, die hier im Zoom-Raum sind, gibt es die folgenden Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, stellt eure Frage einfach im Chat, den findet ihr unten und ich lese diese dann vor. Zweite Möglichkeit und die mit Abstand viel bessere ist, stellt eure Frage direkt wieder via Audio oder Video in das Panel. Also dafür könnt ihr einfach während der Panel-Diskussion dann die Funktion Handheben nutzen und dann erteile ich euch das Wort. Und für alle, die uns gerade im Stream zusehen, schreibt eure Frage in den Chat bzw. in die Kommentarfunktion und auch dann werde ich sie vorlesen. So, also große Vorstellungsrunde, Einleitung und damit übergebe ich das Wort direkt an Jürgen Dusel für ein Grußwort. Ja, herzlichen Dank. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Einige hier aus dem Panel kenne ich ja sehr gut. Ich freue mich, dass ich da bin. Ich bitte ein bisschen um Nachsicht, weil wir immer noch ziemlich intensiv am Arbeiten sind, dass ich nicht so lange bleiben kann. Aber ich bin sehr, sehr gerne hierher gekommen, weil das Thema der Barrierefreiheit, gerade im Zusammenhang mit der Digitalisierung, nicht nur mit der Digitalisierung, aber jetzt hier mit der Digitalisierung, ist sehr, sehr relevant. Und ich will ganz gern meine Gedanken mit Ihnen dazu teilen. Vielleicht vorneweg zwei Zahlen, die man immer wieder im Blick haben muss, wenn wir über das Thema Menschen mit Behinderungen sprechen. Die eine Zahl sind 13 Millionen. Es gibt in Deutschland 13 Millionen Menschen mit Beeinträchtigungen. Die Gruppe ist sehr heterogen. Das hat Auswirkungen auf das Thema Barrierefreiheit. Und mir ist wichtig, dass Sie die zweite Zahl noch im Blick haben. Das ist 3%. Das ist keine Prognose für die nächste Bundestagswahl für irgendeine Partei, sondern es geht darum, dass 3% der Menschen mit Beeinträchtigungen diese Beeinträchtigungen von Geburt an haben. Das heißt, wer gut rechnen kann, mehr als 90% erwerben ihre Behinderung im Laufe des Lebens. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich alle Themenfelder anschaut, die unser Leben ausmacht. Und da ist natürlich die Digitalisierung nicht nur zurzeit, sondern gerade jetzt auch eben ganz, ganz relevant. Sie haben mein Motto genannt, Demokratie braucht Inklusion. Das hat damit zu tun, dass ich der Meinung bin, dass Inklusion und Demokratie zusammengehören, dass Inklusion und Demokratie zwei Seiten derselben Medaille sind. Und wenn wir für Demokratie, wenn wir für Inklusion eintreten, wenn wir uns für Inklusion stark machen, wenn wir darüber streiten und reden, wenn wir uns vielleicht auch manchmal in den Haaren liegen, dann muss klar sein, dass es letztlich um Demokratie geht. Es geht darum, dass Menschen mit Behinderungen Bürgerinnen und Bürger dieses Landes sind mit den gleichen Rechten wie alle anderen Menschen auch. Und es ist nun Aufgabe des Staates, die Rahmenbedingungen zu setzen. Und das gilt auch für die digitale Welt, die Rahmenbedingungen zu setzen, die dazu führen, dass Menschen mit Behinderungen diese Rechte auch leben können, dass sie sich darauf verlassen können, dass sie diese Rechte nicht irgendwo abstrakt vorfinden, sondern dass sie tatsächlich diese Rechte genießen können. Das ist mir wichtig, wenn ich nachher etwas sagen werde über die Verpflichtung des Staates, Regularien zu entwickeln. Ich möchte vielleicht damit beginnen zu sagen, dass natürlich die Barrierefreiheit auch im digitalen Bereich eine tiefe soziale Dimension hat, weil sie dazu führt, dass Menschen etwas gemeinsam machen können. Das kann beispielsweise das Surfen im Internet sein, das kann beispielsweise die Kommunikation in den sozialen Medien sein, das kann aber auch das Gaming sein oder schlichtweg, das kann sein, dass man sich gemeinsam irgendwo auf einer Plattform verabredet und was gemeinsam macht. Es kann aber auch tatsächlich lebensnotwendig sein, an die digitale Informationen heranzukommen, beispielsweise bei Katastrophen, beispielsweise auch in der Pandemie. Und wir haben ja festgestellt, gerade am Anfang der Pandemie, dass viel zu wenig Informationen in barrierefreier Form vorgelegen haben. Es geht also um eine soziale Dimension einerseits bei der Barrierefreiheit, auch im digitalen Bereich. Aber der zweite Bereich ist mir fast noch wichtiger, wenn ich jetzt beispielsweise an Unternehmerinnen und Unternehmen denke. Barrierefreiheit ist ein Qualitätsstandard aus meiner Sicht für eine moderne und für eine innovative Struktur in der Gesellschaft, aber auch in der Technologie. Das bedeutet, dass ich Barrierefreiheit nicht nur als einen Aspekt der sozialen Dimension betrachte, sondern ganz klar sage, wer heutzutage ein digitales Produkt auf den Markt bringt, eine Plattform entwickelt, eine Dienstleistung erbringt, ein Gerät baut und baut das mit Barrieren, der macht einen schlechten Job, der ist unprofessionell. Es ist unprofessionell, etwas herzustellen oder etwas zu verwenden, das Barrieren hat.
Und dieser Aspekt der Qualität ist mir deswegen besonders wichtig, weil ich glaube, dass Unternehmen sehr gut beraten sind, qualitativ hochwertige Produkte zu entwickeln. Und wenn es um die Qualität von Produkten und Dienstleistungen geht, ist aus meiner Sicht die Barrierefreiheit essentiell, auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels. Und ich will das vielleicht so an mehreren Beispielen deutlich machen, wo wir in Deutschland wirklich noch Nachholbedarf haben. Ich hatte vor wenigen Wochen zusammen mit der Staatsministerin im Bundeskanzleramt, mit Dorothee Beer, eine große Veranstaltung gemacht, genau um diese Themen der Digitalisierung und der Barrierefreiheit zusammenzubringen, in ganz verschiedenen Settings. Und die überwältigende Anzahl von Zuschauenden, es war ein digitales Format, es waren über 5000, haben gezeigt, wie relevant dieses Thema ist. Und mir ist einfach wichtig, dass uns klar wird, dass Digitalisierung im Grunde für Menschen mit Behinderungen, auch für Menschen mit Behinderungen, hohe und große Potenziale beinhaltet. Gerade für Menschen beispielsweise, die mobilitätseingeschränkt sind, ist es wichtig, dass die Digitalisierung vorangeht. Sie werden aber nur dann die Potenziale und die Möglichkeiten der Digitalisierung tatsächlich nutzen können und davon profitieren können, wenn wir eben einen Fehler nicht wiederholen, den wir so gerne machen in Deutschland, dass wir erstmal was auf den Markt bringen, dass wir erstmal was hinstellen, dass wir erstmal was entwickeln und etablieren und uns hinterher einfällt, dass es nicht barrierefrei ist. Wenn das geschieht, werden Menschen mit Behinderung nicht nur keine Vorteile haben von der Digitalisierung, sondern sie werden richtige Nachteile haben. Und ich will das festmachen an dem Format, das wir jetzt beispielsweise haben, nämlich an einer Videokonferenz oder an einem Stream. Sie können sich vorstellen, was passiert, wenn Menschen mit Sehbehinderung oder Menschen mit Hörbehinderung Barrieren vorfinden und die Produkte sozusagen nicht nutzen können, gerade wenn es beispielsweise ums Homeoffice geht. Dann wird die Beschäftigungssituation sich von Menschen mit Behinderungen dramatisch verschlechtern, wenn wir diese Teile nicht barrierefrei hinkriegen. Und ich setze da auf zweierlei. Zum einen natürlich auf die Erkenntnis von Unternehmerinnen und Unternehmern, dass sie Qualität liefern sollten. Und natürlich auch das Bewusstsein, dass man Barrierefreiheit nicht so by the way machen kann, also wirklich Expertise braucht, die man sich beispielsweise auch bei Selbstvertretungsorganisationen von Menschen mit Behinderungen abholen kann. Und zum Zweiten will ich aber auch deutlich sagen, dass es staatliche Regularien dazu geben muss. Ich bin der Meinung, dass wir nur auf Freiwilligkeit setzen. Wenn wir nur auf Freiwilligkeit setzen, wird das zu keinem positiven Ergebnis führen, sondern wir brauchen auch rechtliche Rahmenbedingungen dazu. Und dazu will ich sagen, dass wir nun gerade dabei sind, einen Impuls, der aus Europa kommt, nämlich den European Accessibility Act, dass wir da auf gesetzgeberischer Weise diesen European Accessibility Act umsetzen und ein Gesetz auf den Weg gebracht haben, nämlich das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, das mir persönlich nicht ausreicht als Behindertenbeauftragte der Bundesregierung. Aber das zeigt, dass die wichtigen Impulse zurzeit aus Europa kommen. Das sollte man immer wieder mal sagen, dass also dieser Impuls, der kam, aufgrund einer Richtlinie, einer europäischen Richtlinie, es entwickelt wurde, also die Bundesregierung hätte oder die Bundesrepublik Deutschland hätte auch schon viel früher, nicht nur diese Bundesregierung, auch die davor einsteigen können und Gesetze auf den Weg bringen können. Es ist mir also wichtig zu wissen oder zu erklären, dass eben dieser Impuls aus Europa kam und das ist auch notwendig. Es kann nämlich nicht sein, meine ich, dass Menschen mit Behinderungen beispielsweise, wenn sie auf Homepages unterwegs sind, geradezu ins Leere surfen, weil die Homepages nicht barrierefrei sind, dass sie auch gerade in der Pandemie sich nichts einkaufen können im Internet, weil eben auch da die Angebote nicht barrierefrei sind. Und ich glaube, es ist entscheidend, dass uns deutlich wird, dass auch das Thema der Barrierefreiheit in die Ausbildungscurricula der Programmiererinnen und der Programmierer und der Ingenieurinnen und Ingenieure kommen muss, damit tatsächlich dieser Aspekt weiter nach vorne kommt. Also aus meiner Sicht ist Barrierefreiheit nicht nur eine Frage der sozialen Dimension, sondern ein Qualitätsmerkmal. Das Weltwirtschaftsforum in Davos hat vor Jahren der Bundesrepublik Deutschland attestiert, dass wir eines der innovationsfähigsten Länder der Welt sind. Nicht eines der innovativsten, sondern eines der innovationsfähigsten Länder der Welt. Und darauf setze ich auch, dass die Erkenntnis mehr Raum greift, dass es eben keinen Sinn macht, irgendetwas auf den Markt zu bringen, das Barrieren beinhaltet. Nebenbei ist es auch, finde ich,
ein betriebswirtschaftlicher Aspekt, denn natürlich 13 Millionen Menschen mit Beeinträchtigungen, auch deren Familien, sind natürlich auch Kundinnen und Kunden und greifen letztlich dann auf Produkte zurück, die barrierefrei sind. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall für diese Veranstaltung viel Erfolg und freue mich sozusagen auch von den Ergebnissen zu hören. Bitte aber dann um Verständnis, dass ich nicht so lange bleiben kann. Herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ja, herzlichen Dank, Jürgen, dass du da bist. Das freut uns wirklich sehr. Und du hast gesagt, Deutschland eine der innovationsfähigsten Nationen. Wie das Ganze denn aus IT-Sicht aussieht, das will uns jetzt Dr. Thorsten Schwarz sagen. Also wie steht es denn um die digitale Inklusion und Design for All? Vielen Dank, Jürgen, für deine einführenden Worte. Da kann ich dir voll und ganz zustimmen bei fast allen Aspekten, Punkten, die du hier offen ja, wirklich dargestellt hast. Und danke auch Matthias und Janina für die Einladung und die tolle Organisation von dem ganzen Event. Dann zuerst einmal noch ein Hallo in die Runde. Es ist wirklich toll, dass heute so viele dabei sind und Interesse an dem Thema haben. Außerdem finde ich es wirklich klasse, dass in den letzten Monaten Digitalisierung und gerade auch die digitale Barrierefreiheit so stark ins Rampenlicht gekommen sind. Es gibt so viele neue Diskussionen, Fortschritte und solch ein Einsatz, der jetzt an den Tag gebracht wird, den habe ich die letzten Jahre wirklich vermisst. Nicht nur in Deutschland, auch in den letzten Wochen erlebe ich es immer mehr in der gesamten EU. Da kommt richtig Fahrt auf und ich hoffe, dass der Zug nicht auf einmal stehen bleibt. Daher freut es mich wirklich, dass wir heute genau in diesem Thema auf das eingehen und ich vielleicht hier noch ein paar kleine Impulse setzen kann aus ganz anderen Gesichtspunkten als die, die wir schon gehört haben und ganz besonders aus Hochschulseiten, was uns gerade hier in Karlsruhe jeden Tag betrifft. Mit welchen Dingen wir uns befassen müssen und wo uns auch Hürden in den Weg gestellt werden, das sehen wir jeden Tag. Und genau aus dem Grund hoffe ich, dass wir heute am Ende von der ganzen Veranstaltung vielleicht noch ein bisschen andere Blickwinkel haben, als jetzt zu Beginn. Bevor ich weitergehe, möchte ich mich ganz kurz vorstellen. Wie Matthias gesagt hat, mein Name ist Thorsten Schwarz. Ich befasse mich jetzt schon aktiv mit dem barrierefreien Zugang zu Informationen und Daten seit dem Jahr 2010. Sowohl in Service, Forschung, als auch in der Lehre, hier in der Informatik und mittlerweile in sehr vielen weiteren Lehramtsstudiengängen am KIT in Karlsruhe. Am Studienzentrum für Sehgeschädigte selbst kümmern wir uns hier schon um die Aufbereitung von Literatur und Daten, Zugänge im Labor und in Praktika und im Alltag für Studierende mit Sehbehinderung seit dem Jahr 1987. Und genau hier im Wandel der Zeit, man kann sich das überlegen, 87 ist jetzt schon einige Jahre her, weit über 30. Und genau im Wandel dieser Zeit haben sich viele neue Möglichkeiten, Grundlagen aufgetan, auf die ich heute so zum Teil ein bisschen eingehen will, wo sie auch immer gezeigt hat, wo Defizite da sind, gerade noch in Politik, in Wirtschaft, dass manche Informationen einfach fehlen, man gar keine Vorstellung über die Details hat. So. But what is accessibility all about? Warum dieser Titel hier? Ich sage immer, barrierefrei, das gibt es für mich gar nicht. Ein jeder von uns kommt irgendwann oder irgendwo einmal an eine Barriere. Das kann schon als Kind sein, wenn ich noch nicht lesen und schreiben kann. Im Alter, ich glaube, da brauche ich nicht viel dazu sagen. Oder auch im Urlaub, wenn wir die Sprache vor Ort nicht beherrschen oder nicht sprechen können. Wenn Gesetzestexte zu kompliziert formuliert sind oder von Fachbegriffen überflutet werden, auch hier haben wir alle Barrieren, ein jeder von uns. Da trifft es die direkte Übersetzung aus dem Englischen, wie ich immer finde, wesentlich besser. Zugänglichkeit. Accessibility. Also Zugang zu Dingen und Informationen zu erhalten, ganz egal, welche Voraussetzungen gegeben sind. Natürlich gibt es auch Menschen, die eine gewisse Unterstützung benötigen. Aber jede Kleinigkeit, die sie selbstständig nutzen können, ist ein Mehrwert. Und das soll unser Ziel sein, Zugänge zu ermöglichen und zu verbessern. Für alle. Fangen wir ganz kurz mit den Grundlagen an, wieso wir das alles schon machen, beziehungsweise machen sollten. Manches haben wir schon gehört und es hat sich dann auch gezeigt, dass es selbstverständlich sein soll, allen Menschen den Zugang zu Dingen und Informationen zu ermöglichen, die Teilhabe an der Gesellschaft. Aber leider bedarf es hier rechtlicher Unterstützung, haben wir gerade bei Jürgen auch gehört, was alles getan werden muss, damit Dinge auch richtig umgesetzt werden, beziehungsweise überhaupt angegangen werden. Und das ist eigentlich schade. Wir haben viele gesetzliche Vorgaben schon lange. Das Grundgesetz, Behindertengleichstellungsgesetz, die UN-Behindertenrechtskonvention, nur ein paar Beispiele.
Es wurde viel festgelegt, aber es ist noch nicht überall angekommen. Und ganz oft fällt immer, wie funktioniert das? Wie geht das? Dafür gibt es wiederum Grundlagen und Richtlinien, die uns zeigen, was für Dinge, die wir und wie wir Dinge anpassen müssen, beziehungsweise umsetzen sollten. National hier, vielleicht haben viele schon davon gehört, die neue BTV 2.0, die regelt viel. Die barrierefreie Informationstechnikverordnung, die wiederum basiert zum Großteil auf den internationalen WCAG, WCAG, den Web Content Accessibility Guidelines. In denen schon sehr viel erklärt, geregelt. Und ich möchte dann genau auf die zwei Grundlagen heute im Laufe des Impulsvortrags noch ein bisschen hin und wieder eingehen, weil sich darum eigentlich das meiste dreht aus, sagen wir, aus IT-Sicht. Gerade wenn ich jetzt hier programmieren möchte, in der Lehre, in der Informatik Studenten zeige, worauf sie denn von den Grundlagen erstmal achten müssen, worauf ich sie sensibilisieren muss. Gerade die neue BTV 2.0 sollte schon in den öffentlichen Instituten eigentlich überall umgesetzt sein. Ich würde es mal bezweifeln, dass es so ist. Wenn ich darüber nachdenke, dass dieses Jahr am 23. Juni die Deadline war, auch neben Website auch elektronische Verwaltungsabläufe zugänglich, barrierefrei zu machen. Aber sind wir wirklich heute schon dabei, dass Webseiten, Anwendungen, Abläufe barrierefrei sind? Alle Programme, die in öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden, eingesetzt werden? Ich will es jetzt einfach mal so im Raum stehen lassen. Jeder kann sich das für sich selber mal beantworten. Sind meine Entwicklungen schon so weit, dass ich sie auch in den öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung stellen kann? Bevor ich noch konkret auf ein paar Dinge eingehe, zwei Themen, die mir wirklich in den letzten Wochen, Monaten immer wieder zu Ohren kommen oder die, mit denen ich halt konfrontiert werde. Und da merke ich immer, dass die Unterschiede noch nicht so ganz klar sind. Das ist zum einen die Integration aus Presse, Politik, kennt es jeder, Integration. Zum Beispiel müssen Flüchtlinge in unsere Gesellschaft integriert werden. Man zeigt ihnen, wie es bei uns läuft und wie sie sich anpassen müssen. In der IT genau das Gleiche. Wir bieten ein neues Programm an und wir müssen den Käufern erstmal zeigen, wie alles aufgebaut ist und funktioniert. Aber schöner wäre es doch, wenn wir die Grundlage befolgen. Die Grundlage wäre hier Inklusion. Wir bieten die Grundlagen, ich sage immer so schön bei uns, das Backframe so an, dass sich die Endnutzer, Oberflächen, Dokumente so anpassen können, egal ob in Reihenfolge, Darstellung oder die notwendigen Hilfsmittel anpassen, wie sie wollen. Das kann auch die einfache Anpassung der Programmsprache sein, wenn ich mein Programm in Deutsch, Englisch und anderen Sprachen anbiete. Auch das ist so eine Verbesserung der Barrierefreiheit, die Zugänglichkeit zu erhöhen. Manche wollen das nicht mal auf Deutsch, Englisch sehen und sich einfach auch vorlesen lassen. Und wenn die Grundlagen stimmen, funktioniert auch das gut. Und das wäre der Wunsch, wenn wir das alles haben, der uns in einem Design for All schon recht nahe bringt. Wenn wir etwas bereitstellen und damit auch schon alle Voraussetzungen mitgeben, um einen möglichst effizienten Zugang zu schaffen. Was ich aber immer wieder erlebe, ist die Tatsache, dass zu Beginn einer Entwicklung noch an alles gedacht wird. Da ist noch Zeit da, da ist noch Ruhe da, Energie. Aber dann kommen irgendwann die Ressourcen, Zeit oder Geld an ein Limit. Und der gute Start bin ich bis zum Ende durchgezogen. Und damit war immer die ganze Mühe umsonst. Und das ist leider was, was wir hier wöchentlich auf den Tisch bekommen. Auch scheitert es oft an der richtigen Darstellung und zur Verfügungstellung von Informationen. Hier habe ich ein einfaches Beispiel mit Parkschildern. Es zeigt sich gut, wie sich die vier Schilder zur Linken übersichtlicher und effizienter auf eins zusammenfassen lassen. Vielleicht auch noch viele Informationen, aber es ist der Weg, der richtige Schritt, der richtige Weg eingeschlagen. Und ich glaube, in Deutschland kennen wir das Problem der Schilderflut genauso. Gerade beim Parken. Von bis, Anwohner parken oder nicht, oder nur zu bestimmten Zeiten. Was denn nun und wann? Weniger und einfacher ist oft mehr. Inklusiver, barrierefreier und somit zugänglicher für alle. Auch mit dem Aspekt immer im Hinterkopf behalten, Sprache. Immer wenn ich diese Gender-Diskussion heutzutage höre, denke ich immer an den nächsten Punkt, wie zugänglich ist das für Menschen mit Behinderung, als gerade mit Blindheit, wenn ich mir das vorlesen lasse? Oder wie schwierig ist das für Menschen, die nicht Deutsch als Muttersprache haben? Wenn ich die Sprache komplexer mache, wie kann ich da wieder entgegenwirken mit Assistenzsystemen, IT, KI, um das zu verbessern? Kommen wir noch weiter in das heutige Thema. Usability, Benutzerfreundlichkeit, ganz toll wichtig in allen Bereichen.
Darum dreht sich für mich eigentlich fast alles. Nutzer, egal wo sie herkommen, egal welche Voraussetzungen sie mitbringen, ich will hier nicht von Behinderung reden. Jeder hat eine Voraussetzung mit reinzubringen. Die einen sind technikaffin, die anderen nicht. Auch das ist eine Barriere, eine Hürde. Und wenn ich idealerweise alle Möglichkeiten zur Verfügung stelle, die irgendwie nur benötigt werden könnten, dann haben wir das Ziel erreicht. Und gerade hier ein Beispiel mit dem Automaten, dem schön hier, ich würde sagen, weniger ist oft mehr. Und wenn man das auf die Basis reduziert, kommt man auch viel schneller ans Ziel. Genau hier kommen wir zu einem Punkt, den ich meinen Studenten immer erzähle und präsentiere und versuchen sie reinzutrichtern, zu verankern. Die User Experience, das Benutzererlebnis, die Nutzererfahrung. Und die Pyramide hier ist in vielen Literaturbüchern immer wieder präsentiert, aber sie zeigt es ganz gut. Die Basis von allem ist die richtige Bereitstellung der Daten, der Grundlagen. Zugänge korrekt zur Verfügung stellen, die Accessibility. Damit ist nicht der Zugang nur zu Informationen gemeint. Da kommt auch zum Beispiel die bessere Durchsuchbarkeit der Daten einher. Gerade bei elektronischer Literatur, Dokumenten, Daten. Etwas Gescanntes ist ein Bild, habe ich es aber nativ digital, komme ich schneller an die Inhalte ran. Auch da habe ich wieder einen Mehrwert. Und damit ist ein schnellerer Einsatz im Alltag möglich. Die Usability. Und am Ende haben wir vielleicht sogar noch Spaß dran, wenn alles effizienter und schneller geht. Kommen wir nochmal auf die Richtlinien zurück. Nur ganz kurz. Weil sie sich wirklich in allen Bereichen, mit denen wir tagtäglich nicht nur in der Softwareentwicklung, auch in Assistenzsystemen, Hardwareentwicklung konfrontiert werden. Und genau die WCAG, die Web Content Accessibility Guidelines, zeigen die vier wichtigsten Punkte auf. Inhalte sollen wahrnehmbar sein. Dinge, Schnittstelle müssen bedienbar sein. Inhalte, Bedienelemente müssen verständlich sein. Und das Ganze muss noch robust laufen. Auch mit Technologien, die auf uns zukommen. Da komme ich nachher noch ein paar kurze Beispiele dazu. Und wenn wir genau diese vier Bereiche überall durchziehen, egal ob im Web, Softwareentwicklung, Dokumenten, digitale Art, Assistenzsysteme, selbst im baulichen Alltag, Eingänge finden, Türen öffnen, Wege innerhalb von Gebäuden finden. Also wir bauen genau darauf aus. Es lässt sich überall wiederfinden. Auch immer interessant für mich ist, viele Nutzer, oder was heißt Nutzer, Entwickler oder egal in der Gesellschaft Menschen, wissen gar nicht, was Hilfsmittel für Menschen mit Behinderungen sind. Man kennt einen Rollstuhl, im Bereich Sehbehinderung und Blindheit kennt man vielleicht einen Blindenstock oder eine klassische Lupe. Aber gerade bei uns am Studienzentrum für Sehgeschädigte, wir haben auch sehr viel immer mit Neuentwicklungen und neuen Versionen von intelligenten Softwarevergrößerungen zu tun. Braillezeilen mit Screenreader für Blinde. Und auch das ist oft unbekannt. Allein Braille ist die Blindenschrift und ein Screenreader ist die Vorlesesoftware bzw. die Schnittstelle, die Inhalte in Blindenschrift auf passende Ausgabegeräte, wie zum Beispiel eine Braillezeile bringt. Das sieht man hier unterhalb des Keyboards auf der rechten Seite. Allein solche Hilfsmittel, wenn ich das im Alltag lebe, viele haben das noch gar nicht gesehen, wissen gar nicht, wie jemand, der das einsetzt, an einem Rechner arbeitet. Aber es gibt auch immer mehr neue Möglichkeiten, den Alltag zu bewältigen, Informationen zu finden und zu konservieren, die wir in der Entwicklung nicht an uns vorbeigehen lassen dürfen. Es kann Sprachein- und Ausgabe sein. Jeder kennt Amazon Alexa, Apple Siri, Cortana. Und da kommen immer mehr dazu. Das ist wirklich ein Mehrwert. Kinder können sich schon im Kindergarten Informationen holen, ohne lesen und schreiben zu können. Menschen mit Demenz, die können praktisch die Systeme im Alltag einsetzen, sich über den Tag hinweg austauschen. Und das heutzutage sogar in den Zeiten mit Pflegepersonalmangel. Das heißt, es muss nicht jemand immer den ganzen Tag sitzen. Sie haben einen möglichen Austausch. Auch das ist ein Mehrwert. Man muss sich einfach ein bisschen öffnen. Mal von den Themen Datenschutz außen vor gelassen. Das muss die Politik regeln und mit anderen Lösungen finden. Aber es sind viele Lösungen verbreitet, auf denen wir gerne aufbauen würden oder auch sollten. Es können aber auch so einfache Dinge sein. Modifizierte Kamera-Apps, sage ich mal dazu. Eine Lupe, die dann als Lupe am Smartphone dienen. Auch spannend ist es immer. Allein habe ich es gerade die Woche wieder während Prüfungen mit Studenten erlebt. Viele wissen gar nicht, wo manche Dinge herkommen. Nehmen wir mal hier ein Bild, die rechte Darstellung, invertierte Farben. Das ist ein besonderer Darstellungsmodus, den Menschen mit Sehbehinderung einsetzen. Lichtempfindlich sind, ich invertiere, mache das Bild dunkler, hebe den Kontrast in einer invertierten Richtung an. Kennt jeder von uns heute. Dark Mode, seit ein paar Jahren immer das Modewort, neue Darstellung. Jetzt wird das Ganze noch en vogue. Das heißt, ich mache es noch schöner und jeder hat einen Nutzen davon, einen Mehrwert.
Aber im Bereich Sehbehinderung ist es schon seit Jahrzehnten gang und gäbe. Oder Tablets. Gesten zum Steuern und Vergrößern kennt jeder von uns. Ich würde mal sagen, jeder von hier weiß, wenn ich, mit welcher Geste ich raus- oder reinzoome, wie ich an diesen Geräten arbeite. Das ist alles schon die Richtung Design for All. Man gewöhnt sich an neue Aspekte und das System, die Menschheit, wir lernen daraus. Und wir eignen uns das an und probieren diese Zugänge auch auf neue Gegebenheiten zu übertragen. Das heißt, wenn wir darauf auf Bekanntes aufsetzen, kommen wir sehr viel weiter. Viele neue Systeme benötigen hierfür auch künstliche Intelligenz, maschinelles Sehen zum Beispiel. Sensoren, Kameras sind heutzutage in Smartphones, auch in Autos eingebaut. Abstandswarnung, Spurhörnassistent, das ist überall mit da. Autonomes Fahren. Wir haben hier ein Überwachungssystem, Big Data, um irgendwelche Daten so wirklich zu analysieren im Alltag. Und Blinde, wie hier jetzt links oben, können dann auf einmal mit den Kameras Tetrapacks unterscheiden, sich Texte im Alltag vorlesen lassen. Ganz toll. Ich finde es hier immer gut, ein blinder Kollege von mir sagt immer, es gibt für mich keine bessere Zeit, als heute blind zu sein. Sein Handy sieht für ihn, liefert ihm Informationen, schneller als manchem Sehenden, auf die Smartwatch oder auf Jochbein-Kopfhörer. Fehlende Sinne werden auf neuen Wegen in Ansätzen wieder zur Verfügung gestellt. Auch intelligente Hörgeräte mit aktiver Geräuschunterdrückung können Stimmen aus Umgebungsgeräuschen herausfiltern und praktisch den Menschen mit Hörproblemen wieder ein bisschen mehr Normalität zurückgeben. Aber auch hier ist künstliche Intelligenz mit dabei. Barrierefreie Dokumente. Das ist schon wieder das Unwort für mich, barrierefrei. Ich sage immer, es gibt es nicht. Es gibt noch keinen effizienten Standard auf dem offiziellen Markt, der wirklich ein Dokument barrierefrei für alle anbietet. Es kann die Sprache sein, es kann die Darstellung für Blinde sein, alles. Es ist irgendjemand, selbst wenn ich es als Sehender mir ausdrucken möchte, dass genau der Drucker passt, dass da alles richtig korrekt eingestellt ist, auch hier kann ich eine Barriere haben. Und dementsprechend gibt es da immer drei Punkte und das trifft sich auch wieder für alles wieder. Dokumente ohne fremde Hilfe nutzen oder Programme, Webseiten, eine Stelle finden in einem Dokument, ganz einfach und auf direkte Weise, auch schnell. Gleiches für Programme und Webseiten. Dokumente immer in hoher Qualität zu bekommen, wie ein jeder von uns, egal ob behindert oder nicht. Wichtig ist, dass die Metadaten stimmen, die Grundlagen da sind. Und damit habe ich eine selbstständige Teilhabe an der Gesellschaft, selbstbestimmt. Ich kann selbst entscheiden, was ich da lesen möchte und was nicht. Bitte nicht denken, was ich für jemand anders wegnehmen müsste oder nicht. Jedem das selbst überlassen. Was brauchen wir? In allem, wie bei Dokumenten, auch in Webseiten und Programmen. Strukturinformationen. Ich muss wissen, was ist was. Alternativtexte für Bilder, Fotos, Formeln. Hilft auch bei Fotos. Google macht es vor, wenn ich nach Bildern suche. Auch da ist irgendeine Beschreibung dahinter, um die richtigen Bilder zu finden. Lesbare Schriften, Schriftgrößen vielleicht. Anpassbarkeit. Und bitte, keine Farben als hintragende Elemente einsetzen. Sehr viele Menschen haben ein Problem mit Falschfarbsehen. Rot-Grün-Schwäche, Rot-Schwäche, Grün-Schwäche. Und das gilt aber auch alles für Webseitenprogramme, alles, was uns im Alltag angeboten wird. Wir profitieren in all den Bereichen bisher wirklich durch die künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Wir können Dokumente zum Beispiel nach Merkmalen durchsuchen, Überschriften neu setzen lassen, Bilder beschreiben, mathematische Formeln in alternative Darstellungen bringen und jedes Teilsegment, das wir noch nicht kennen, vielleicht an passendere Anwendungen weiterreichen und so dann am Ende final bessere Zugänge zu schaffen. Jetzt waren wir bei dem Standard von heute. Gerade so zum Schluss von meinem kleinen Impuls noch ein bisschen, wo geht die Zukunft hin? Wir wollen ja nicht dabei stehen bleiben. Die Web Content Accessibility Guidelines, ich glaube, ich habe davon heute schon mal erzählt, geht aktuell in die nächste Planung, in die Zukunft mit ein. Es wird an der 3.0 gearbeitet, der Draft liegt vor. Und da kommen ganz neue Techniken mit ins Spiel. Wir müssen uns neue Gedanken machen, mit neuen vertraut machen. So wie es die letzten, sagen wir mal, 15 Jahre war, von dem Arbeitsplatz am Rechner zu den Touch-Displays, Smartphone-Bedienung, Tablets. So kommen wir jetzt dazu wie Augmented Reality, die erweiterte Realität. Auch das ist was Neues, was immer mehr Einzug erhält. Wir denken noch, solche Brillen ist was Modernes. Aber nein, es machen ja schon Apps heutzutage. IKEA-App kennt jeder vielleicht von uns. Ich kann mir die Möbel schon im Bild in meinen Raum stellen und anschauen, wie es ist. Das ist auch schon ein Mehrwert. Ich muss nicht unbedingt hinfahren, mir was kaufen, merke daheim, es passt nicht und bringe es wieder zurück. Ich habe auch eine Hürde genommen, das Leben verbessert. Das ist auch ein Thema. Oder wir gehen noch einen Schritt weiter. Virtuelle Realität. Hier im KIT haben wir schon
Erfahrung gesammelt mit sehbehinderten Studenten. Der Fokus liegt hier auf der optimalen Nutzung des Restsehvermögens. Inhalte in beliebiger Größe, Farbdarstellung, Kontrast darstellen. Aber auch für lichtempfindliche Personen kann ich das Umgebungslicht, die Tageszeit simulieren. Das kann auch im Rettungsdienst wichtig sein, um Müdigkeit vorzubeugen. Die Nachtschicht lebt im Tag. Das sind tolle neue Features, die jetzt gerade in der Corona-Pandemie wirklich ein Wachstum erhalten haben. Aber das geht auch wieder in die Richtung Design for All nicht vergessen, die Zugänge wirklich leicht effizient machen, dass wirklich jeder von uns profitieren kann. Und schließlich gibt es noch Bereiche, die ich nicht weglassen möchte. Zumindest ich möchte sie kurz erwähnen, um sie für die zukünftige Überlegung ein bisschen zu inspirieren, wo könnte es hingehen. Es gibt noch das Gebiet von Smart Home und Smart Living. Stellen Sie vor, Sie könnten Ihr Haus nicht verlassen und wollen von zu Hause aus lernen, arbeiten, leben. Oder noch wichtiger, wirklich selbstständig und autonom zu Hause leben. Ob mit Behinderung oder bis ins hohe Alter, dann bietet uns die Technologie wirklich ganz viele neue Möglichkeiten und viel neues Potenzial. Datenschutz wieder mal ein bisschen außen vor gelassen. Aber die Technik ist da und wenn wir die richtig barrierefrei von Anfang an machen, die Zugänge schaffen, zugänglicher das Ganze machen, Accessibility leben, dann haben wir hier wirklich ein viel breiteres Spektrum mit angesprochen. Und zuletzt noch, wie werden wir in Zukunft unsere Freunde und Familien bekommen? Auch autonomes Fahren, Fliegen sind alles Themen, die wir mit näher an die Menschen herantragen müssen. Wir müssen gleich von Anfang an auf die Zugänglichkeit achten, auch überlegen, kann jemand Blindes zum Beispiel mit einem autonom fahrenden Auto von A nach B kommen? Wie sieht es im Unfallschutz aus? Wie sieht es mit der Datensicherheit aus? Alle Themen bitte heute mit von Anfang an die Grundlagen richtig machen, die Accessibility. Und daher, es geht uns nicht nur um Barrierefreiheit, das würde ich gerne heute wirklich mitgeben. Es geht uns wirklich um Inklusion. Das richtige Design von den Grundlagen bis zum finalen Einsatz, dem Design for All. Und ja, es ist kein einfacher Weg. Vor allem, wie es gewünscht ist, in kurzer Zeit dem Ganzen gerecht zu werden. Vom Entwickler bis zum Endnutzer. Aber wenn wir die Grundlagen einmal korrekt umgesetzt haben, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und in diesem Sinne, vielen Dank, dass wir heute alle wirklich dabei sind. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen neuen Blickwinkel ein bisschen öffnen und den einen oder anderen neuen Gedanken Ihnen heute mitgeben, um das Thema Zugänglichkeit, Design for All, ein bisschen neu zu sehen. Und in dem Zuge freue ich mich auf die Panel-Diskussion und wünsche noch viel Spaß bei der Veranstaltung. Danke. Perfekte Überleitung. Ich freue mich auf die Panel-Diskussion, genau. Damit geht es jetzt weiter. Ich sehe einige klatschende Hände, also vielen Dank. Ich sehe noch mehr klatschende Hände, genau, dem kann ich mich nur anschließen. Genau, wir kommen jetzt zur Panel-Diskussion. Dafür an die Frage an die Zuschauer, habt ihr Fragen an das Panel? Dann einfach in den Chat posten oder unter der Reaktionsfunktion die Handheben-Funktion nutzen. Dann könnt ihr die persönlich stellen, was natürlich deutlich besser ist. Und für alle, die uns im Stream zuschauen, einfach in die Kommentar- oder Chat-Funktion posten, dann lese ich die entsprechend vor. Meine Frage ans Panel ist, was sind denn aktuell die größten Herausforderungen? Thorsten, du hast ja jetzt schon teilweise was zu gesagt, aber gibt es denn da noch andere Blickwinkel im Panel? Ja, wenn ich starten darf, Uwe Schirmer. Und danach dann gleich Annemarie, genau. Also ich bin noch nicht so, so Technik nahe, dass ich mich einfach so mal zu Wort melde, es aber kurz mache. Also ich finde, es war ein sehr optimistischer Beitrag und er zeigt, dass die Technik ja also sich mächtig entwickelt, auch im Sinne der Inklusion. Ich erinnere das auch an Betrieb im Mittelstand, wo beispielsweise in der Metallverarbeitung die Werkzeuge, die Maschine, die notwendig ist, sich um den Menschen herum, egal wer groß ist, ob er ein Handicap hat, in welchem Bereich auch immer, mit biometrischen Daten aufbaut. Ich meine, man kennt das ja von irgendwelchen Fitnessclubs, dass man mit biometrischen Daten dann auch das irgendwie einspeist und dann kann man ein Stück weit Humanisierung der Arbeitswelt nicht auch betreiben, indem eben der Arbeitsplatz nicht so gestaltet wird, dass der Mensch sich krümmen muss, sondern dass sich der Arbeitsplatz um den Menschen herum aufbaut und dem Menschen auch gerecht wird. Ich glaube, das ist ein Stück weit dann auch das, was wir erwarten müssen von den Assistenzsystemen. Und da sind einige Unternehmen weit,
und andere weniger weit. Und ich glaube, dass der Hinweis von Herrn Schwarz, Thomas Schwarz, dass es an Informationen fehlt. Es gibt gute Möglichkeiten, es gibt auch Gelder, aber die Informationen fehlen. Und deshalb finde ich so, was wir ja miteinander besprochen haben, politisch hier im Bundestag, dass wir sagen, wir wollen auch Betriebslotsen für Inklusion, die also dann auch Handwerksmeister, Unternehmer, Start-up-Gründer beraten, wie Inklusion im Unternehmen gelebt werden kann. Das ist ein Stück weit, glaube ich, etwas, was dann die Informationen verbessern kann. Vielleicht abschließend noch, vor einigen Jahren haben wir ja auch die Kompetenzstelle Barrierefreiheit des Bundes gegründet. Die sollte eigentlich, das ist glaube ich 5 Jahre her, Best Practice auch aus den skandinavischen Ländern, aus anderen Bereichen in Deutschland übertragen und auch beraten. Wäre mal überlegenswert, inwieweit man die stärker nutzen kann. Das wäre es. Da haben wir vielleicht nochmal eine Reaktion dazu, aber erstmal zu Annemarie. Wie ist denn deine Einschätzung? Was sind die größten Herausforderungen? Oder vielleicht auch eine Reaktion zu was Uwe gesagt hat. Ja, vielleicht auch beides. Ich fand das auch sehr, sehr positiv darzustellen, wo wir denn eigentlich jetzt im Moment sind, ne? Wo die Technik angekommen ist, wo aber auch der Wissensstand angekommen ist und wo vor allem Potenziale liegen, wenn wir an die Umsetzung, gerade auch wenn wir wirklich von Anfang an mitdenken, dass wir auch Menschen mit Beeinträchtigungen inkludieren, hinkommen können, ne? Dass wir also jedem Menschen zum Beispiel ein autonomes Fahren ermöglichen können. Die Herausforderungen, die in meiner Sicht hier noch stehen, liegen vor allem in der prozessualen Sicht. Also wir haben eigentlich einen sehr, sehr guten Wissensstand, leider noch nicht immer in deutscher Sprache. Da ist noch ein Defizit. Wir haben sehr, sehr gute Richtlinien, auf die wir uns stützen können, die international auch gültig sind. Wir haben mittlerweile auch eine relativ gute, wenn auch ausbaufähige Gesetzgebung in Deutschland. Was aus meiner Sicht fehlt, ist tatsächlich die Umsetzungsfähigkeit in den Betrieben herzustellen. Das hat ein bisschen was mit einem Wissensstand zu tun, den ich jetzt eben an Fachkräfte weitergeben muss. Es hat aber auch etwas zu tun damit, dass die Prozesse noch nicht in den Erstellern, Herstellern von digitalen Anwendungen oder auch anderen Produkten, dass die Prozesse sozusagen noch nicht gelebt werden. Das hat ein bisschen auch was damit zu tun, dass Barrierefreiheit noch nicht als grundlegende Softwarequalität oder Produktqualität angesehen wird und dass beeinträchtigte Nutzer in den Erstellungsprozess oftmals noch gar nicht einbezogen werden, sodass die Anforderungen eben einfach nicht mit bedacht werden. Da liegt aus meiner Sicht noch Potenzial und auch Herausforderung. Vielen Dank, Annemarie. Thorsten, was denkst du darüber? Ich finde es eigentlich ganz toll, Annemarie, auch was du gesagt hast, aber ich sehe es ähnlich. Ich finde nur, das größte Problem ist, das haben wir jetzt bei Uwe gehört, bei dir auch ein bisschen, die Kommunikation und praktisch die Wissensvermittlung, da scheitert es noch wirklich dran. Kommunikation generell, wir wissen nicht, Entwickler wissen oft nicht von selbst aus, was wird vom Bund zur Verfügung gestellt für Mittel, was für Töpfe, was für Förderungsmöglichkeiten, weil man sich gar nicht unbedingt in den Ressourcen die Arbeit, die Zeit nehmen kann, das alles zu erarbeiten. Es fehlt die Übersicht dafür. So geht es wie auch immer. Und der zweite Punkt ist immer die Fachkräfte, die Personen, die das umsetzen, denen das Know-how zu vermitteln. Ich merke es allein schon in der Lehrerfortbildung. Ich bin jetzt seit 3 Jahren eingestiegen über Informatiklehramt hier im KIT, in andere Lehramtsrichtungen, den Lehrern mal zu zeigen, was heißt das überhaupt, ein Briefbarriere oder Lehrmaterial für einen Unterrichts- und Übungsblatt barrierefrei zu machen. An den Grundlagen hapert es. Ich muss das irgendwo vielleicht in die Schule schon mit reintragen oder in die richtige Ausbildungsberufe, um denen mal zu zeigen, wo sind denn nur die Anknüpfungspunkte? Nicht im Detail, aber ich muss es kommunizieren. Da sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Ich muss nur mal vermitteln, was gibt es, wie sieht sowas aus und wo kriege ich die Informationen später her. Aber nicht erst, wenn jemand das schon 30 Jahre lang macht. Ich glaube, da wieder einzusteigen, ist es sehr schwierig, sondern ich muss es wirklich an die Grundlagen heranführen. Finde ich eigentlich auf der Richtung ganz wichtig. Spannender Punkt. Jens, hast du direkt was dazu oder nochmal zum Thema Herausforderung? Oder du hast gerade deine Wortmeldung zurückgenommen? Ja, weil ich dachte, ich wäre jetzt dran. Genau. Perfektes Timing. Nein, ich wollte nur einmal auch mich herzlich bedanken für den Vortrag von Dr. Schwarz, weil er, finde ich, ganz viele
Dinge gut herausgearbeitet hat. Zum Beispiel, dass es eben sowas wie die Barrierefreiheit gar nicht gibt, sondern es gibt ganz unterschiedliche Situationen, wo sich Barrieren für einzelne Menschen auftun und die muss man im Einzelnen dann auch überwinden. Und das lässt sich immer sehr schwer in abstrakte Normen, die dann für alle gelten, bringen. Und das ist so ein bisschen das Problem unserer Rechtsordnung. Aber ich glaube, wenn wir über die Frage diskutieren, was muss Politik eigentlich tun, dann haben wir in Deutschland eigentlich eine der besten Rechtslagen für Inklusion in der Welt. Denn vor 24 Jahren stand auch gerade in dem Vortrag, 27 Jahre sind es jetzt fast, 1994, haben wir ja das Grundgesetz schon geändert und da reingeschrieben in Artikel 3 Absatz 3 Satz 2, dass aufgrund seiner Behinderung niemand behindert werden darf, benachteiligt werden darf. Das heißt, eigentlich ist alle staatliche Gewalt daran gebunden, die Dinge, die wir gerade gesehen haben, die sich durch technischen Fortschritt ergeben, umzusetzen. So, in Wirklichkeit haben wir das aber noch nicht gemacht. Also man zum Beispiel das Behindertengleichstellungsgesetz noch nicht auf die Träger der öffentlichen Stellen ausgeweitet hat, sondern nur auf die öffentliche Gewalt selbst, dann ist das nicht wirklich zufriedenstellend. Wenn man die Regelungen des Allgemeinen Gleichstellungsgesetzes, AGG, nicht wirklich auf alle Träger ausweitet, ist das nicht wirklich zufriedenstellend. Und wenn man große Teile der Privatwirtschaft nicht dazu verpflichtet, die Standards, die gerade beschrieben worden sind, auch wirklich einzuhalten, obwohl sie sich an eine nicht näher definierte Öffentlichkeit wenden, dann passt das auch nicht. Und das ist nicht nur im digitalen Raum so. Da haben wir riesige Chancen, wo auch noch ganz viel Wissen fehlt. Ist gerade auch angesprochen worden, auch die Wissensvermittlung, selbst wenn man es will, ist nicht ganz so einfach, weil uns hier an allen Stellen die Fachkräfte dafür fehlen. Also wenn ich mir angucke, dass wir im Deutschen Bundestag mit den 709 Abgeordneten nicht mit eigenen Kräften der Verwaltung unsere sowieso sehr rückständige EDV in den Büros gewartet kriegen, sondern dass das schon ausgeschrieben werden muss, weil es einfach gar keiner kann, dann sieht man, dass wir hier auf allen Stellen Probleme haben. Daran müssen wir arbeiten, bei der Ausbildung, bei dem Generieren von Fachkräften, aber auch dabei, alle dazu zu verpflichten, wenigstens den Versuch zu unternehmen, dem technischen Fortschritt durch rechtliche Regelungen hinterherzulaufen. Und ich bin auch sicher, dass das geht. Denn es ist gar nicht so, dass Politik das immer vorgeben muss, sondern wir hatten vorhin so ein paar Beispiele auch in dem Vortrag. Es gibt ein großes amerikanisches Hard- und Softwareunternehmen, das schon sehr lange sich um Inklusion im digitalen Raum kümmert. Die haben auch gerade angekündigt, dass sie da demnächst einen weiteren großen Schritt machen. Hatte in der letzten Woche einen Fahrdienstanbieter, der in Berlin jetzt seine App so ausweitet, dass man mit allen denkbaren Mobilitätseinschränkungen zunächst mal in Berlin seinen Mietwagen nehmen kann. Übrigens ohne Mehrkosten. Also es gibt ganz viele positive Entwicklungen, die wir haben. Das müssen wir zum Standard machen als Politik und wir müssen zu mehr Wissensvermittlung kommen. Es ist wirklich eine Frage der Umsetzungsproblematik. Sehen wir auch immer wieder bei den Fragen der sozialgerichtlichen Verhandlungen, wenn es darum geht, beispielsweise digitale Hilfsmittel zu bekommen. Nach meiner festen Überzeugung steht der Rechtsanspruch dafür im Gesetz, im SGB 9 und an anderen Stellen. Häufig wird es trotzdem durch Verwaltungen nicht zugesprochen. Also es gibt hier ein Riesenpotenzial, wo wir Gesellschaft viel inklusiver, viel durchlässiger machen können. Und das müssen wir einfach viel stärker erstens in das Bewusstsein bringen und dann zweitens aber in der letzten Konsequenz auch rechtsverbindlich machen. Vielen Dank für die Rückmeldung. Annemarie, hast du darauf eine kurze, direkte Reaktion? Du hattest dich als erst gemeldet nach dann Angelika und Corinna. Genau. Ganz kurz, ja, uns fehlt absolut die Fachkraft, die das durchsetzen kann. Das geht auf mehrere Stränge, die wir hier eingehen können. Also zum Beispiel Ausbildung der Fachkraft über Prozesse der Weiterbildung in den Unternehmen selbst, aber eben auch die Einbringung des Wissens um Design for All und auch Barrierefreiheit in schulische Ausbildung, in die universitäre Ausbildung, in Schulen an sich, also auch schon in die Ausbildung unserer Jugendlichen. Das sehe ich als eine der wichtigsten Schritte an. Und da kann ich auch die Meinung hier nur unterstützen, dass die Wissensvermittlung eins der drängendsten Themen ist und eins der herausforderndsten Themen, auch aus meiner Sicht. Danke dafür. Angelika, wie siehst du das? Ja, ich kann gerne daran anschließen und will aber vorab nochmal sagen, vielen Dank, Herr Schwarz, für diesen sehr zukunftsweisenden und auch optimistischen Vortrag, den Sie uns da gegeben haben. Das
gibt, glaube ich, ein paar wertvolle Einblicke. Ich will auch sagen, mich erreicht auch immer wieder die Situation, dass in den Betrieben häufig Wissen fehlt, wie bestimmte Dinge angesetzt werden. Momentan erlebe ich, dass auch in Behörden mit Blick auf das Online-Zugangsgesetz, was ja Behörden verpflichtet, Apps vorzuhalten oder Verwaltungsvorgänge so zu halten, dass man das von zu Hause erledigen kann, dass da gar nicht nachgefragt wird nach inklusiven Ansätzen, weil einfach diejenigen, die das machen, dieses Know-how nicht haben. Ich glaube, es ist total wichtig, dass man erstens darauf setzt, leichte Sprache zu vermitteln, dass man auch darauf setzt, dass Menschen, die Behinderungen und Beeinträchtigungen haben, mit eingebunden werden, weil Jürgen Dusel ja sagte, es gibt keine homogene, sondern eine sehr heterogene Gruppe. Und ich will auch nochmal anknüpfen an das, was Uwe Schumer gesagt hat. Es ist total wichtig, dass wir auch den Arbeitgebern, den Unternehmen, den Mittelständlern vermitteln, sie müssen keine Angst haben, es gibt große Zukunftsperspektiven, dann haben auch die Menschen mit Beeinträchtigungen eine große Zukunftschance, in die Berufe einzusteigen, wenn alle das vermittelt bekommen und die Ängste genommen werden. Also da, glaube ich, ist auch für Politik ein ganz wichtiger Ansatz und mein erster Impuls, weil ich weiß, die Zeit ist ja sehr knapp. Vielen Dank. Dankeschön, Angelika. Bevor wir jetzt gleich zu Corinna kommen, schon mal eine Frage ans Publikum. Gibt es jemanden, der mal aus seinem Bereich berichten kann? Wie sieht es denn bei euch mit Fachkräften aus, die sich damit auskennen? Wie ist der Wissensstand in eurem Unternehmen und was sind denn da die größten Herausforderungen? Vielleicht haben wir da eine Wortmeldung. Und damit zu Corinna. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, hier das Wort zu ergreifen, aber auch für die Organisation dieser Veranstaltung. Das ist halt total wichtig, dass die unterschiedlichen Akteure tatsächlich miteinander ins Gespräch kommen, so ein bisschen mehr Verständnis darüber entwickelt wird, wie viele Perspektiven es auf die Fragestellung der Barrierefreiheit, der Zugänglichkeit, der inklusiven Gesellschaft eigentlich gibt. Und also ich bin ja Mitglied des Deutschen Bundestages und habe in den letzten Jahren erlebt, dass das Thema in der politischen Arena nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die es eigentlich bräuchte. So, Jens Beek hat vorhin gesagt, wir haben sehr gute gesetzliche Grundlagen. Wir haben nicht nur die Grundgesetzänderung, die ja schon in den 90er Jahren erfolgt ist, sondern wir haben mit der UN-Behindertenrechtskonvention tatsächlich eine gesetzliche Grundlage, an der wir uns eigentlich zu orientieren hätten. Was aber passiert ist im Deutschen Bundestag in den vergangenen Jahren, ist viel zu wenig diesbezüglich. Jürgen Dusel hat es vorhin gesagt, wesentliche Impulse kommen aus Europa, die kommen nicht vom Bund. Ja? So, wir haben die Umsetzung des European Accessibility Act vor einigen Monaten im Deutschen Bundestag gehabt, aber auf dem niedrigsten möglichen Standard. Also wir haben nur das umgesetzt, was wir wirklich umsetzen mussten. Das heißt also, wenn wir hier irgendwie vollmundig uns als geeinter Deutscher Bundestag hier präsentieren in dieser Debatte, dann stimmt das so nicht. Und das Problem ist, der Grund dafür, warum wir nicht mehr machen als Dienst nach Vorschrift, ist, dass auch in der politischen Arena die Relevanz des Themas noch nicht erfasst ist. Also die Zugänglichkeit oder also allgemein verständlicher, aber mit der Idee, wir wollen eine inklusive Gesellschaft entwickeln, wird als randständiges Thema verstanden. Da wird sozusagen daran gedacht, dass wir irgendwie ein paar Barrieren abbauen können, um ein paar Leuten, einer Minderheit in dieser Gesellschaft, das Leben ein bisschen zu erleichtern. Aber das machen wir auch nur dann, wenn es keinem wehtut. So, und das reicht eben nicht aus. Jürgen Dusel nochmal, fand ich total gut, dass er diesen Begriff der Innovationsfähigkeit eingeführt hat. Das trifft es, ja. Wir könnten sehr viel mehr, wir tun das aber nicht, weil wir das Potenzial dieses Themas nicht erfassen politisch. Und ich meine, das muss sich fundamental ändern, ja. Vielen Dank dazu. Thorsten, du hast dazu noch eine Anmerkung? Genau, eine Anmerkung zu dem, was im Chat steht, würde ich gerne noch was anmerken. Dann willst du es vorlesen? Genau. Beatrice schreibt hier gerne, ich würde sagen, jetzt im Unternehmenbereich wird barrierefrei oder barrierearmes Design und Entwicklung, weiß nur
Es wird nur gemacht, wenn man muss. Es gibt viele Mythos, Missverständnisse um das Thema herum. Und es fehlen noch Qualifikationen, weil es in keinem Ausbildungsstudium vorkommt. Genau mein Thema vorhin. Es kommt leider zu, ich kenne es jetzt eigentlich nur in ganz wenigen Hochschulen in Deutschland, die das anbieten. Wir sind jetzt ja eine der wenigen, sage ich jetzt mal. Wir machen es seit 2012. Aber es sind auch wenige Studenten, weil es keine Pflicht ist. Das sollte halt verankert werden. Und gerade dieser Mythos und das Missverständnis will ich noch mal ganz kurz eingehen. Ich stimme dem zu, ja, wenn ich jetzt 20 Jahre zurückgehe. Da war es kompliziert. Java war die einzige Sprache, für die es kennen, die einen Ansatz schon der Barrierefreiheit mitgebracht hatte. Microsoft kam mit C Sharp, sage ich mal, .NET nach. Aber wenn ich auf die klassischen Sprachen gehe in der Entwicklung, C++, Pascal, Delphi, was es früher noch, was es so alles gab und überall noch rumschwirrt, da funktioniert das von Haus aus nicht. Da ist es ein Mehrwert. Es ist noch nicht angekommen, dass die richtigen Sprachen das von Haus aus auch schon mitbringen. Das ist sehr viel von Entwicklern, praktisch von den Anbietern, den großen Firmen in den USA, wie wir schon gerade es gehört haben. Die geben da schon was vor. Aber da ist wieder Kommunikation das Problem, die mangelnde Wissensvermittlung. Und daran müssen wir, glaube ich, das ist das wichtigste Thema allen. Nicht nur die Finanzierung von dem Ganzen, von der politischen Seite, sondern wie bringe ich das Thema wirklich an die Entwickler und an die, ja, Train the Trainer, die Zwischenstationen. In die Verwaltungsstellen, die das Wissen weiter praktisch so einfach umsetzen können, dass die Mitarbeiter dort das umsetzen können, dass sie eine Ansprechperson haben. Aber ich finde immer für mich Kommunikation, wie gesagt, und Wissensvermittlung, aber da hängt es dran. Das ist fast das größte Defizit, meiner Meinung nach, für uns. Annemarie, wir kommen gleich zu dir. Also Beatrice hatte dazu auch noch geschrieben, es fehlen auch die Qualifikationen, weil es in keiner Ausbildungsstudium vorkommt aktuell. Also da können wir ja auch noch mal gleich darauf eingehen. Aber zu dem anderen Punkt, Thorsten, den du gesagt hast, schreibt André auf YouTube, um bestehende Lösungen barrierearm umzugestalten, muss oft sehr viel Geld in die Hand genommen werden. Ab wann lohnt es sich für Unternehmen oder ab wann müssen Unternehmen zwangsweise investieren? Darf ich das ganz kurz beantworten? Wenn du das so sagen kannst, sehr gerne. Genau, wenn man es rechtlich genau betrachtet, ab diesem Moment, wenn die Software in einer öffentlichen Einrichtung eingesetzt werden muss. Und ich glaube, wenn die ein großes Publikum hat, oder was heißt, wenn es überhaupt in einer öffentlichen Einrichtung eingesetzt wird, dann muss es so sein. Privatwirtschaft außen vor, darf jeder machen, was er möchte. Aber sobald es eine öffentliche Einrichtung ist, sage ich immer, ist es, wie es so schön heißt auf Englisch, mandatory. Es ist verpflichtend, das zu machen. Und darauf können wir auch nochmal gleich später eingehen. Die Frage, ab wann lohnt es sich da? Vielleicht gibt es ja auch aus dem Publikum Rückmeldung, Macht. Also gibt es auch einen wirtschaftlichen Benefit, das gleich von Anfang an einzubeziehen? Annemarie, jetzt aber erstmal zu dir. Gerne. Ich habe einen kurzen Hinweis auch der Erwähnung von Corinna Rüffer. Genau das, was hier dargestellt wurde, nämlich dieser Nicht-Gleichklang von gesetzlichen Maßgaben und der Umsetzungsfähigkeit in Deutschland. Genau dazu gibt es eine Statistik, die international durchgeführt wird von der G3 ICT. Und die guckt international, wie wird Barrierefreiheit eigentlich umgesetzt, und die erstellt einen Index, der nennt sich DARE-Index, also D-A-R-E, nach dem kann man auch suchen. Und da steht Deutschland sozusagen im Ranking an nicht so guter Stelle. Hier wird also auch bescheinigt, wir sind in der Gesetzgebung super, aber in der Umsetzung eben noch nicht. Das vielleicht als Ergänzung, falls man eben auch als Grundlage für eine Diskussion mal eine Zahl braucht, da kann man auch gut mal nachgucken. Und ich habe eine Ergänzung, was diese Ausbildungsmöglichkeit auch für Fachkräfte in Deutschland oder auch in Europa angeht. Und zwar gibt es eine Organisation, wo wir übrigens auch Repräsentanten sind und die sich auch im deutschsprachigen Raum niedergelassen hat. Das ist die sogenannte IAAP. Die International Association of Accessibility Professionals, also eine Fachorganisation, ähnlich wie die German UPA, die Accessibility, also Barrierefreiheitsspezialisten, zusammenführt. Und die hat sowohl ein Weiterbildungsprogramm als auch Zertifizierungsmöglichkeiten zu Wissen rund um das Thema Barrierefreiheit. Hier Wissen beispielsweise Web-Barrierefreiheit, aber auch für Dokumente Spezialisten auszubilden. Also auch hier lohnt sich das. Hier tut sich auch einiges. Wie gesagt, hier gibt es eine Ausgründung dieser internationalen Vereinigung in einem deutschsprachigen Fachverband, Zusammenschluss von Deutschland, Österreich und Schweiz.
Und wir versuchen, diese Zertifizierungen jetzt in den deutschsprachigen Raum zu bringen. Ab Herbst wird es bereits möglich sein, also in wenigen Monaten, hier diese Zertifizierungen auch deutschsprachig abzulegen. Das heißt, wir versuchen, Ausbildung, Weiterbildung und auch Zertifizierbarkeit oder Zertifizierung und damit Vergleichbarkeit auch von Wissen, also von Grundlagenwissen, das hier so oft angesprochen wird, nach Deutschland und in den deutschsprachigen Raum zu holen. Also es gibt hier Ansätze, das sind im Moment, wie gesagt, erstmal Ansätze, aber die führen uns, glaube ich, dorthin, wo wir hinwollen. Ja, also dieses ganze Thema, wie kann das im Unternehmen eingebunden werden, beziehungsweise wie kann das im Unternehmen vermittelt werden? Dazu haben wir auch Rückmeldungen von IDs. Also er meint, auf Entwicklerebene ist die Motivation grundsätzlich vorhanden, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Durch die Kosten und auch Zeitdruck in Projekten wird Accessibility leider schnell gebremst. Und Maria meint dazu auch, ich glaube, dass es auch zum Teil mit homogenen Entwicklerteams zu tun hat und dass viele, die davon nicht betroffen sind, sich nicht damit identifizieren können. Ich würde da gerne mal Uli das Wort geben. Du bist ja quasi, du hast ja einige Entwickler in deinem Unternehmen. Kannst du da vielleicht mal ganz kurz berichten, wie schaut das bei euch aus? Ja, danke. Wir haben hier jetzt seit geraumer Zeit eine Mannschaft aufgebaut, speziell im barrierefreien Umfeld. Da geht es darum, dass wir halt Maßnahmen zum Beispiel umsetzen wollen im KI-Umfeld, im Umfeld, wo wir halt die Smartphone-Thematik besser aufnehmen können und. Tatsächlich ist aber für uns wichtig, einfach nicht hier die Themen vom Scratch-Check, vom grünen Rasen aus zu betrachten, sondern wir arbeiten dann auch zusammen mit Leuten, die geburtsblind sind, die uns wirklich dann entsprechend wertvolle Hinweise geben. Unser Thema ist Customer Obsessed, bedeutet ja für uns jetzt nicht speziell auf Barrierefreiheit das entsprechend zu fokussieren, sondern insgesamt schon mal den Anspruch zu haben, dass der User, die Kundin entsprechend die Möglichkeit hat, das gut aufzunehmen. Und wenn ich dann Themen habe, wie zum Beispiel jetzt hier die Drucksache 18/2185 aus dem Deutschen Bundestag mit 1902 Seiten und das soll barrierefrei aufbereitet werden, dann habe ich das Thema vorhin schon aufgenommen mit der leichten oder einfachen Sprache. Vielleicht ist es schon von der Grund aus wichtig, entsprechende Dinge besser aufzubereiten. Für den normalen Bürger, dass er einfach diese ganzen entsprechenden Drucksachen auch normal aufnehmen kann. Anderes Beispiel, wir haben auch Kontakt zu den Finanzämtern. Wenn natürlich die Steuererklärung barrierefrei ist, aber der Steuerbescheid nicht, ist ein Krux. Ja. Auch für einen normalen Bürger wäre es ganz gut, dass er seinen Steuerbescheid selber lesen kann, aber auch in der Hinsicht das Ganze umgesetzt werden kann, natürlich, dass es dann auch einfach verständlich ist für Leute, die halt nicht so einfach die Sachen wahrnehmen können. Das sind diverse Themen, aber hier entsprechend, was hier auch nochmal gesagt worden ist, ja, wir brauchen auf alle Fälle die Möglichkeit, hier Förderprogramme abzurufen. Das ist eine Sache, dass wir sehen, dass das halt für unsere großen Aufwand ist. Das nächste Thema ist aber auch, ich habe es in der Vorbereitung auch schon mitgeteilt, Big Data. Für uns stellt es eine Herausforderung dar, dass wir halt in Konkurrenz zu amerikanischen Großkonzernen oder Alibaba und andere entsprechenden großen Internetkonzernen mit Big Data anders umgehen müssen als die Herrschaften. Und für uns ist es halt wichtig, wenn wir jetzt entsprechend Trainings machen auf Basis von Big Data, dass wir hier auch mögliche, wie soll ich sagen, Interpretationsspielräume nutzen können, um die Dinge zu nutzen, um Barrierefreiheit auch in der Hinsicht zu ermöglichen, wenn es darum geht, ein Smartphone soll entsprechend intelligente Texte lesen, die Umgebung aufnehmen. Das ist das Statement von unserer Seite. Vielen Dank, Uli. Und ich gebe das Wort weiter an Holger. Du bist ja auch sehr entwicklungsnah. Vielleicht kannst du da auch was aus Erfahrung berichten. Genau. Also ich wollte nur ganz kurz das Praktische sagen. Also zu diesem, es ist ja alles so schwierig und wer macht das und ich habe da Angst davor und das ist so teuer. Also ich würde es ganz pragmatisch angehen. Was ich unseren Kundinnen und Kunden sage, ist so, naja, dann schreib doch einfach in die Ausschreibung, muss barrierefrei sein, schreib mal rein, BITV, musst du jetzt nicht verstehen. Und dann bekommst du Angebote, die das sein müssen und dann beauftragst du jemanden zu gucken, ob das stimmt und dann hast du einen Haken dran. Ist das zu viel verlangt? Ja, so ist mal so ganz pragmatisch von wegen, was haben wir denn für Richtlinien und was nicht? Und dann kommt natürlich die Frage, muss ich das machen? Was kostet das? Vielleicht muss ich es nicht machen, mache ich es nicht. Und das ist ja so ein bisschen das, was Herr Dusel auch am Anfang schon gesagt hat. Es gibt vielleicht Gesetze, sind nicht genug umgesetzt, sodass er selbst sogar dagegen ist und das auch gesagt hat. Aber das ist nur so, man kann es, glaube ich, machen. Und ich glaube, wenn es viel mehr Leute machen, gibt es einen massiven Bedarf, dass die Leute sich mit IAAP oder UPA oder anderen weiterbilden, weil sie sagen, oh, da kann ich ja Geld verdienen, weil plötzlich gibt es hier ein neues Arbeitspaket.
und ich muss das machen. Und wenn ich das hier mit anbieten kann als Softwareagentur, dann sollte es vielleicht eine Kernkompetenz von mir sein, weil dann sonst kriege ich den Auftrag nicht. Also, dass man auch so einen Tickle-Down-Effekt mal sich überlegt, woran es vielleicht gerade scheitert. Das nur ganz kurz. Und aber wir können es ganz lang machen, weil du wir kommen gleich nämlich in den nächsten Teil unseres Ablaufs. Also wir haben noch eine zweite Panel-Diskussion. Also schon mal die Frage an alle Zuschauende, wenn ihr oder die Bitte an alle Zuschauende, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die schon mal sammeln und auch gleich persönlich im zweiten Teil stellen. Aber jetzt würden wir erstmal mit Holger weitermachen. Du hast einen optimistischen Blick in die Zukunft. Ja, genau, das finde ich auch ganz lustig, weil der andere wäre optimistisch. Ich glaube, ich bin jetzt mehr der Typ, der die Rolle hat, rumzumeckern. Deswegen, um das hier ein bisschen dynamischer zu machen, ich finde das auch super ergänzend, weil Thorsten ja auch eher so die Grundlagen gemacht hat und ich habe jetzt einfach mal vorausgesetzt. Ganz kurz, ich bin Holger, ich bin im Vorstand vom gemeinnützigen Verein Sozialheldinnen. Uns gibt es seit 16 Jahren und wir machen Disability Mainstreaming, wie man so schön neudeutsch sagt. Bekannt sind wir dafür, dass ich zusammen mit Raul Krauthausen wheelmap.org gegründet habe. Das ist eine Karte, um rollstuhlgerechte Orte zu markieren und auch zu finden, basierend auf Open Data. Aber ich wollte kurz sagen, warum überhaupt ein optimistischer, warum der Versuch eines optimistischen Blicks? Denn eigentlich habe ich ja gesagt, es gibt viele Gründe, pessimistisch zu sein. Und so ein bisschen ist es ja gerade auch schon aufgenommen worden, was denn alles nicht geht. Und das, was ich ja vorhin im Wortbeitrag meinte, ist das erste wahrscheinlich so Ignoranz, sowas wie, muss ich nicht machen, dann mache ich es halt auch nicht. Ende der Geschichte. So. Und das ist vielleicht so eines der Dinge, warum man pessimistisch sein kann. So. Also, das ist in Deutschland, hier sieht man jetzt ein Foto auf der linken Seite, steht so ein Eingangsschild Krankenhaus. Das soll symbolisieren den medizinischen Blick auf das Thema Behinderung. Ah, die sind irgendwie sowas wie krank sein und schade, dass sie nicht mitmachen können. Oder ja, genau, vielleicht kann man da nichts machen oder vielleicht kann man die heilen oder sowas. Das ist so dieser sehr, sehr alte Blick, sage ich mir jetzt mal da drauf. Der neuere Blick wäre eher wie rechts oben auf dem Bild, wo man drei Frauen sieht und eine benutzt einen Rollstuhl und die helfen ihnen reinzukommen, weil der Eingang von diesem Restaurant oder Laden hat eine Stufe. Dass der Perspektivenwechsel auch durch die UN-Behindertenrechtskonvention ja ist, dass das Problem von der Behinderung nicht am Individuum liegt und das krank ist oder irgendwie so, sondern ein Problem ist der Gesellschaft. Die Gesellschaft besteht nicht aus behinderten und nicht behinderten Menschen, sondern die Verpflichtung der Gesellschaft ist, vielfältig miteinander zu leben. Und deswegen ist es der Job von allen, dass da keine Stufe ist oder dass es angemessene Anpassungen gibt, um gleichberechtigt teilzuhaben. Muss ich in der Runde, glaube ich, gar nicht so sagen. Hier habe ich rechts unten nochmal ein Foto, wo eine Frau Menschenrechte jetzt vor dem Bundestag hochhält. Es gibt auch viel Demonstrationen und das soll auch nochmal symbolisieren, dass auch von diesem medizinischen Blick auf Behinderung zum sozialen Blick auf Behinderung, also es ist nicht das Individuum, sondern die Gesellschaft, auch ein menschenrechtliches Blick auf Behinderung gibt, nämlich dass es einfach sein muss, dass Menschen ihr Recht haben, mitzumachen, dabei zu sein, alles mitzunutzen. Ich gebe viel Vorträge und Workshops und ich habe letzte Woche ein Mapping-Event gemacht in Kanada, also wo die Leute wheelmap.org genutzt haben. Wheelmap gibt es in 32 Sprachen und dort waren eben Menschen von Volunteer Canada, die in Kanada Orte markiert haben. Und dann haben die das ein paar Tage gemacht, dann habe ich die nochmal getroffen und dann haben die mir solche Sachen erzählt, ja, und dann bin ich reingegangen in den Laden und dann habe ich die darauf hingewiesen, dass es keine Taster gab, damit die Türen automatisch aufgehen und so. Und dann haben die gesagt, habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht. Und dann musste ich sagen, sorry, we don't have that in Germany. Ja, weil erstens die Gebäude hier um mich rum, die sind aus der Gründerzeit hier. Ich glaube, ihr lebt in Berlin, da waren Aufzüge noch nicht erfunden, geschweige denn Türtaster und Schalter und so. Und dass ich sozusagen das Gefühl habe, wo stehen wir, warum das mein pessimistischer Blick ist, dass ich mich für Deutschland entschuldigen muss gegenüber Kanada und zu sagen, nur damit ihr versteht, wir haben hier einen Haufen Stufen an den Eingängen, deswegen haben wir überhaupt die Idee gehabt, Wheelmap zu machen. Ja? Und wenn ich Feedback aus den USA zum Beispiel bekomme, sagen die, ja, schöne Idee, aber wir verklagen einfach alle, die Stufen haben. Deswegen haben wir da einen Haken dran. Wir haben natürlich noch ganz viele Anmerkungen, welche Sachen noch alle nicht gehen, aber sie sind irgendwie weiter so. Ja? Wir reden immer noch drüber, so, das kann man doch denen nicht zumuten und so. Das liegt einfach daran, warum müssen die nicht sozusagen. Was mich dazu bringt, zu der Verpflichtung. Also wohin geht's denn? Also mein Mitgründer Raul hat mir das mal so erzählt, naja, es gibt ja schon Verpflichtungen, dass zum Beispiel öffentliche Gebäude barrierefrei sein müssen, aber die Privatwirtschaft eben nicht. Und deswegen hat er so schön gesagt, ich kann eher im Bürgeramt ein Cappuccino trinken als in einem Café, weil das Bürgeramt muss nämlich barrierefrei sein, das Café aber nicht.
Und die Frage ist, gilt es vielleicht auch ein bisschen für das Digitale? Weil heute geht es ja um digitale Barrierefreiheit und Usability. Und die barrierefreie Informationstechnikverordnung ist ja schon genannt worden, die BITV, die regelt ja auch nur digitale Angebote, also Websites und Apps von der öffentlichen Hand, von öffentlichen Stellen. Aber das Web besteht ja nicht nur aus öffentlichen Stellen. Also glücklicherweise ist das erlebte Web von Menschen in Deutschland ja auch ganz viel von amerikanischen Konzernen geprägt. Also ich glaube, die Google-Weltmeister prozentual, das sind auch die Deutschen oder so, was trotz all dem Gemecker benutzen viele Leute sowas oder Netflix oder Microsoft-Produkte oder so. Also sozusagen so von den großen Dingen, die wir erleben oder auch multinationale Online-Shops gibt es in Deutschland auch nicht so viel, sondern die Leute bestellen ihre Sache bei Amazon und die sind halt auch schon reguliert worden in einem anderen Land. Ja, so ähnlich wie beim Fliegen. Ja, warum kann man im Rollstuhl fliegen? Naja, weil einfach kein Flugzeug in den USA landen darf, das nicht Anpassungen hat im Zielland. Und deswegen gibt es in Deutschland auch sowas wie barrierefrei für Flugzeuge und auch in Bangladesch und überall. Ja, so, also, aber das Web besteht nicht nur auf öffentlichen Stellen. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass es jetzt das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz gibt, BFSG, schöne lange Wörter, wurden auch gerade schon genannt. Die regeln wenigstens sowas wie Automaten oder eben Fernseher, Fernbedienung habe ich hier als Beispiel. Aber zum Glück steht auch das von Online-Shopping drin. Und das macht mich optimistisch, weil Online-Shopping haben ja viele. Also wenn ich meine Theaterticket online buchen kann und so, schwupps, bin ich in diesem neuen Gesetz mit drin. Und das finde ich ganz schön, weil dann plötzlich die Leute sagen, ach, das ist jetzt plötzlich ein Must-Have und kein Can-Have mehr. Und das ist, glaube ich, das, was sozusagen, wie schon vorhin gesagt wurde, ist das absolute Minimum, was Deutschland umgesetzt hat vom European Accessibility Act. Keine Zeile, keine Silbe mehr. Man hätte auch sagen können, übrigens gilt das für alle Websites in Deutschland, hat man nicht gemacht. Aber, und auch so, also mir fallen jetzt nicht so viele Smartphone-Hersteller ein aus Deutschland zum Beispiel, die man jetzt barrierefrei machen muss, weil es gibt keine deutschen Smartphone-Hersteller, die eine Rolle spielen. Können wir sonst gerne in den Kommentaren mich da korrigieren. Warum also optimistisch sein? Also zum einen, was mich optimistisch macht, ist, dass es eine lebende Behindertenrechtsbewegung in Deutschland gibt und dass ich das sehe. Dass Leute sagen, hey, come on, wie sieht's jetzt aus? Ich habe jetzt langsam keinen Bock mehr, Verständnis zu haben dafür, dass es nicht gibt. Und hier sieht man ein Foto von zwei Frauen, da war es im Winter, mit einem, die einen Rollstuhl nutzen und ein Schild haben, Teilhabe jetzt. Oder hier eine Frau mit einer Behinderung der Arme, die Seifenblasen bläst vor dem Berlin Hauptbahnhof bei einer Demonstration. Oder auch hier Menschen mit Behinderungen mit Schildern wie behindert, nicht blöd. Also man wird sichtbar, man wird wahrgenommen und dann wird auch gesehen, ach so, da gibt es echte Menschen und die sind so. Das sind also die 15%, von denen wir reden, also diese 13 Millionen, die Herr Tusel gesagt hat. Und die sagen jetzt auch was und die begreifen sich auch als Teil von einer Bewegung, von einer menschenrechtlichen Bewegung, wie ich vorhin gesagt habe. Und da kommt man zu interessanten Diskussionen, die auch in den letzten Jahren sehr stark zugenommen haben und wo auch andere Menschenrechtsbewegungen in die gleiche Kerbe geschlagen haben. Denkt man an MeToo, denkt man an Black Lives Matter, denkt man an Decolonization, die vor allem in Kanada und USA geführt worden sind. Da geht es darum, unbewusste Vorurteile auch zu erkennen, diesen Unconscious Bias, dass man sagt, wir alle haben Vorurteile, ich auch. Ich habe Vorurteile gegenüber dem, wie ich glaube, wie andere Menschen sind, weil sie eine andere Hautfarbe haben oder weil sie eine Behinderung haben. Das stellt in Frage, das stellt fest, dass ich Wissenslücken habe, dass ich Sachen nicht weiß und dass ich Sachen als selbstverständlich angenommen habe, als nicht behinderte Person, die ich jetzt vielleicht schaffe, in Frage zu stellen. Und solche Gespräche habe ich super viel geführt in den nächsten 2 Jahren. Ich habe das Gefühl, das ist auf dem aussteigenden Ast. Und das führt dazu, dass mehr Leute erkennen, was alles überhaupt eigentlich gar nicht geht aus der Perspektive von Menschen mit Behinderung. Und sie können dazu zu Verbündeten von Menschen mit Behinderung werden, zu Allies sozusagen. Und das ermöglicht dann auch zu sagen, ach so, ja, das weiß ich ja gar nicht, das war ganz anders. Vielleicht kann ich da was lernen. Vielleicht kann ich eine Weiterbildung machen, vielleicht kann ich mal mit jemandem darüber sprechen. Vielleicht kann ich auch mehr Empathie empfinden und zu sagen, also dieser Geldautomat ist total blöd. Wie soll da jetzt jemand rankommen, wenn er so hoch in diese Wand eingebaut worden ist? Ja? Hat da nicht immer jemand drüber nachgedacht? Oder ich baue das nächste Mal an, dann bin ich vielleicht als Teil von dem Projekt einfach mal jemand, der sagt, also ich bin jetzt zwar nicht im Rollstuhl, aber können wir nicht ein bisschen tiefer einbauen? Ja? Also dass mehr Empathie eben auch eine positive Zukunft möglich macht. Und auch für jeden Einzelnen, für alle, die jetzt hier an einem Rechner sind, der eine Maus oder ein Trackpad hat zum Beispiel, einfach mal auf die Idee zu kommen, die Maus mal auszustecken.
oder die Sprachausgabe mal einzuschalten, die vorinstalliert ist auf diesen Geräten mit den nicht-deutschen Betriebssystemen, weil sie nämlich verpflichtet waren, das zu machen, einfach das Handy nehmen, welcher Hersteller auch immer, und das einfach mal anzumachen und sich oder sich ein YouTube-Video davon anzugucken, wie das ist, um dann zu sagen, ah ja, wenn ich jetzt mal ohne Maus meine Website probiere, stelle ich fest, ich komme gar nicht bis zum Menüpunkt Impressum oder bis zum Menüpunkt Kontakt oder so. Also das ist alles, was Empathie ermöglicht, erstmal zu sehen, dass es auch Menschen gibt, die die Sachen anders benutzen. Zum Beispiel, wie Sie vorhin schon ein Foto haben, ich habe ein Foto von einem Menschen, der eine Braillezeile benutzt und vermutlich auch eine Sprachausgabe, würde ich sagen, wenn ich nicht sehen kann, das Bild, ist mir doch egal, wo die Maus gerade ist, die benutze ich nicht. Das andere ist auch aus der Perspektive von Designerinnen und Designern und Softwareentwicklerinnen und Softwareentwicklern, dass man auch Werkzeuge entdecken kann, die helfen, die eigenen Websites und Apps barrierefrei zu machen, weil es in anderen Ländern ganz viele Autorentools eben auch schon gibt und auch Dinge, die man benutzt, eben auch nicht in Deutschland hergestellt werden sind. Das heißt, sowas wie Farbwahl in Photoshop zum Beispiel, ja, oder auch Optionen in anderen, in Figma oder anderen Tools einfach mal auf Rot-Grün oder Farbblindheiten zu stellen oder in Firefox oder in Chrome oder auch in Edge-Browser einfach mal den Inspektor aufzumachen und zu sagen, wo fehlen denn hier eigentlich die Kontraste? Das sind alles eingebaute Tools, die in den Autorenwerkzeugen drin sind, aber eben dem, wo man auch sagen kann, okay, wenn ich jetzt in React eine Komponente versuche zu installieren, dass ich vielleicht mal google, wie hier vorhin jemand im Chat gesagt hat, Komponentenname Accessibility. Und wenn ich dann eine Dokumentation finde von den Leuten, die das auf GitHub betreuen, die sagen, Accessibility haben wir so und so gemacht. Okay, ich habe es zwar nicht verstanden, aber offenbar hat da schon mal jemand was sogar dokumentiert. Wenn ich dazu nichts finde, vielleicht lieber mal jemanden fragen, bevor ich das einfach für mein Projekt verwende. Weil nämlich andere Leute viel stärker verpflichtet sind, das schon viel länger machen und dass das so eine Art Einladung ist, was zu lernen und sich damit zu befassen, vielleicht auch ohne das offizielle Mandat zu haben. Und auch Communities zu entdecken. Hier ist ein Foto von Slack auf meinem Handy, also von einer Chat-Software sozusagen. Und ich habe hier Accessibility Club in Slack. Das ist eine kleine Gruppe sozusagen, kann man sich wie eine WhatsApp-Gruppe vorstellen, von Menschen in Deutschland hauptsächlich, die sich einfach dafür interessieren, als Verbündete oder vielleicht auch als Menschen mit Behinderung ihre Angebote barrierefrei zu machen. Da unten sieht man noch mal Ali, ist auch ein anderes Slack-Channel. Wenn man guckt, findet man was und da kann ich jede blöde Frage stellen sozusagen. Also das Accessibility Club hat einige hundert Mitglieder und Ali hat, glaube ich, 8000. Da kann man wirklich sagen, so, ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, was kann ich denn jetzt hier machen mit Untertiteln bei diesem komischen YouTube-Video, weil es gibt jemand, der sagen kann, guckst du mal hier. Weil so funktioniert ja auch Softwareentwicklung schon immer und auch das Selbstverständnis vom Web zu sagen, wir helfen uns gegenseitig. Und das Web an sich ist ja auch barrierefrei gestaltet worden. Was gesagt hat mit der Bedeutung von den Sachen, das hier ist eine Überschrift, das hier ist ein Blog. Und man sollte eigentlich nur darauf aufpassen, dass es nicht aus Versehen kaputt macht. Das ist so, was ich in Softwareentwicklern und Softwareentwicklern immer sage. Und die Innovationskraft, die daraus auch kommt, ist der sogenannte Curbcut-Effekt. Man sagt, dann mache ich das, weil dann können Menschen mit Behinderungen, die haben mir erzählt, sie brauchen Untertitel und dann baue ich das extra ein. Und dann stellt sich raus später, dass es auch total super ist, wenn man in der U-Bahn Facebook surft und da kommen lauter kleine Videos, dass das total praktisch ist, dass da Untertitel sind, weil es mir peinlich wäre, den Ton anzuhaben, wenn die ganze U-Bahn hört mit. Und dieser Curbcut-Effekt bezeichnet eben, dass zum Beispiel abgesenkte Bordsteinkanten, die in den USA der 50er, 60er Jahre eingeführt wurden für Kriegsveteranen, also für Menschen, die dann einen Rollstuhl hatten und gar nicht zur anderen Straßenseite konnten, dass das heutzutage als selbstverständlicher Hygienefaktor von einer modernen Stadt gesehen wird, weil nämlich auch mein Sohn mit dem Laufrad da gut rüber kann oder wenn ich einen Rollkoffer hinter mir herziehe oder wenn der Müll abgeholt wird, sind abgesenkte Bordsteinkanten eigentlich eine gute Idee. Und diese abgesenkten Bordsteinkanten gibt es viele. Und es gibt natürlich auch diese andere Perspektive, man sagt dann so bei Technologie so Solution Seeks Problem, also ich habe so eine technologische Lösung, ist total aufregend, weil ich bin Technologist und freue mich an neuen Lösungen. Was gibt es denn da für Sachen? Da gibt es ganz schöne Beispiele, wie dann so drüber gestülpt wird, das muss doch auch für Menschen mit Behinderungen sein. Zum Beispiel Exoskelette so ist so ein Beispiel, dass die Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, die ich kenne, wünschen sich sowas eigentlich nicht. Ja, die überwiegende Mehrheit. Oder auch sowas wie Roboter, die Gebärdensprache können. Ja, schönes, interessantes Problem, aber es ist überhaupt nicht das, was wir so haben wollen und wahrscheinlich auch sowieso gar keine gute Idee. Aber es gibt auch Beispiele ganz früher, und das war eins der frühesten, ich jetzt hier, das hier ist noch das Offensichtliche, haben wir schon genannt, aber das hier ist noch ein ganz frühes, das ich mal rausgesucht habe.
Auf diesem Foto hier sieht man den berühmten Erfinder Thomas Edison, der auch die Glühbirne erfunden hat. Der hat ja sogar 2000 Patente. Und dieses Patent hier ist der Phonograph. Das ist der Vorläufer von einem Schallplattenspieler. Das war nur keine Platte, sondern das war so eine Zylinderform aus Wachs, wo diese Schwingungen draufgebrannt worden sind. Und auf Deutsch sagt man es Sprechmaschine. Das Patent ist von 1878. Und in diesem Patent musste dann Edison sagen, wofür kann man sowas gebrauchen, Sprache aufzeichnen oder überhaupt Ton aufzeichnen. Und dann, das waren seine Ideen. Anwendungsfälle, es ist die Reihenfolge, die er ins Patent 1878 geschrieben hat. Erstens, Schreiben von Briefen und alle Arten von Diktaten ohne Hilfe eines Stenografen. Das war offenbar sein Problem, aber gut, scratch your own itch. Zweitens, phonografische Bücher, die ohne Anstrengung zu Blinden sprechen. Bisschen komisch formuliert, aber ich würde sagen, das sind Hörbücher. Und auch da wieder, Hörbücher haben, glaube ich, einen wesentlich größeren Nutzerkreis unter hörenden Menschen als unter gehörlosen Menschen, als unter blinden Menschen. Aber ja, also die Idee zu haben, ich bin zwar nicht blind, aber das könnte doch praktisch sein, zeigt dahin eins. Also das dritte übrigens, Unterricht in Rhetorik war das drittwichtigste. Und das viertwichtigste, also ein bisschen weiter unten, war dann Vervielfältigung von Musik. Stellt sich raus, also Musik war, glaube ich, der größere Anwendungsfall für Schallplatten oder für diesen Vorläufer. Aber nur, dass man sieht, dass wenn jetzt Menschen wie Thomas Edison von heute, die sagen, ich habe irgendwas erfunden, und die haben Unconscious Bias Training gehabt sozusagen, die haben ein bisschen Empathie und die haben vielleicht schon mal jemanden kennengelernt, der irgendeine Behinderung hat, was das für eine Innovation ermöglichen würde, zu sagen, ach so, also ich habe hier dieses komische Dings, künstliche Intelligenz, AI, Big Data, Roboter, fragt mich nicht, ja. Aber ich habe auch ein bisschen das Wissen und die Empathie von der Community und von Menschen mit Behinderungen, die mir erzählt haben, was gerade nervt an der Umgebung, welche Barrieren sie erleben, dass das eben zu einer großen Innovation führen kann. Und deswegen mein Tipp für alle Menschen, die hier auch Usability machen, binden Sie Menschen mit Behinderungen in die Produktentwicklung mit ein, also ruhig auch schon bei Design Sprints und ganz frühen Phasen. Und natürlich führen Sie Nutzertests mit Menschen mit Behinderungen durch. Und das ist das, was wir auch eben sehen, dieses Nothing About Us Without Us passt Faust auf Auge auf alle, die Usability machen, die sagen, ach so, ich mische einfach, so einfach ein paar Menschen mit Behinderung in meine Panels und schon kriege ich total krasse andere Edge Cases, von denen ich lernen kann und die meine Anwendung für alle Menschen auch robuster machen. Und das ist das, was uns antreibt als Sozialheldinnen, einfach mal machen. Und das ist das, was ich eben als optimistischen Blick in die Zukunft von digitaler Barrierefreiheit mitgeben möchte. Und das waren die kurzen 20 Minuten oder 17 Minuten Input von mir. Und natürlich machen wir sowas, ja, will ich nur kurz gesagt haben. Aber vor allem ist ja auch meine E-Mail-Adresse holger@sozialhelden.de und das kann ich auch gleich noch in den Chat tun. Das waren meine kurzen Minuten Input, wo ich ein bisschen querschieße und ich glaube, jetzt geht es mit einem Panel und Fragen weiter. Genau so ist es. Herzlichen Dank. Ich sehe schon wieder viele klatschende Hände. Also dem kann ich nur anschließen, Holger. Herzlichen Dank für den Vortrag. Ja, genau. Wir gehen jetzt in die nächste Runde der Panel-Diskussion und die möchte ich gerne mit Beatrice eröffnen. Sie war schon im Chat ganz aktiv. Kannst du vielleicht mal on camera, on audio kommen? Hallo, und, kann man hören? Genau, sehr gut. Dann kannst du vielleicht mal das, was du gerade im Chat gepostet hast, nochmal wiederholen. Hallo, also erstmal eine kurze Vorstellung. Ich bin Bea. Ich leite zusammen mit Stefan Fanetani der German Oper Arbeitskreis über Barrierefreiheit. Und mein letzter Kommentar war nur, dass man darf nicht vergessen. Ich dachte, Herr Holger würde es nennen. Vielleicht habe ich das verpasst. Nothing about us without us. Nichts über uns ohne uns. Also um richtige Inklusive zu designen oder zu entwickeln, sollten auch Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen mitmachen. Am besten wäre Co-Kreation, aber zumindest in User Research und in User Tests sollten sie dabei sein. Dankeschön. Genau, wenn alle anderen genau, Zuschauer... Kann ich nur unterstützen, ja. Meine Worte auch. Ja. Alle anderen Zuschauer, wenn ihr Fragen, Feedback habt, bitte kurz Hand halten, dann nehme ich euch hier dazu oder einfach die Frage im Chat stellen. Annemarie, zu dir kommen wir gleich. Ich wollte noch gerne ein weiteres Feedback, das wir bekommen haben, ist und zwar, dass es wahrscheinlich auch eine Stigmatisierung gibt, also weil viele auch über zum Teil unsichtbare Behinderungen nicht reden, ist eine Sache, also dass da wenig kommuniziert wird oder dass man da vielleicht an der Kommunikation arbeiten sollte. Und
Josephine sagt, ich glaube, dass die meisten sehen leider nur die Limitierung, wenn sie Barrierefreiheit hören und nicht die Chancen, die Design für alle bietet. Denn nur wer richtig gut in seiner Disziplin ist, kann etwas schaffen, was für alle Menschen und Technologien funktioniert. Ja, und damit auch zu Annemarie. Ja, ich kann das nur unterstützen. Das Thema heute ist Design for All. Ich sehe das als eine Methode an, Barrierefreiheit umzusetzen. Und ein Kriterium dieser Design for All Methode ist ja die frühe Einbeziehung von Menschen mit unterschiedlichsten Fähigkeiten in den Entwicklungsprozess. Und das ist eins der schönsten Dinge auch, die wir hier herausarbeiten konnten, dass wir genau da auch gelandet sind, ne? Dass wir sagen, Design for All ist ein Thema, das uns beschäftigt. Barrierefreiheit ist sozusagen das Resultat dieser Herangehensweise, dieser Denkweise. Und hier eben auch vielen Dank dafür, Holger, über das Awareness schaffen hinaus zu gehen und zu sagen, wir brauchen empathische Menschen. Und genau diese Empathie werden wir nur erreichen, wenn wir tatsächlich hier diese Menschen auch, alle Menschen mit in den Entwicklungsprozess mit hineinbeziehen. Und da auch nochmal mein Aufruf auch an alle Unternehmen, egal ob kleinst oder mittelständisch oder Großkonzern, tatsächlich hier noch mehr Menschen mit Beeinträchtigungen als Mitarbeiter in die Unternehmen zu holen, weil dann haben wir die Chance, tatsächlich diese auch mit einzubeziehen und deren Sichtweise eben auch sehr frühzeitig mit aufnehmen zu können. Dankeschön. Damit direkt zu Thorsten. Genau, also danke, Holger, Anne-Marie, genau, toll auf den Punkt gebracht. Was immer schade ist, das Awareness. Warum muss man sich erst Gedanken darüber machen? Das ist auch mal der Punkt, wenn jemand sagt, ja, es ist ein Aufwand. Aber ich finde immer, das war jetzt auch oft immer das Thema Behinderung, auch im, sagen wir nicht nur im IT-Bereich, digitalen, sondern auch im Alltag, dass man sich andere Gedanken macht. Muss immer erst was passieren, dass man sich Gedanken darüber macht? Ich will einfach mal die Frage stellen an jeden, der heute dabei ist. Muss erst was mit einem selber passieren, damit ich mir Gedanken darüber mache? Das ist die Frage, muss es nicht selbstverständlich sein, in ein Café zu kommen, weil ich jetzt im Rollstuhl bin? Wenn ich alt werde, ich habe einen Rollator, ich bin im Rollstuhl, ich breche mir das Bein. Das kann ganz schnell gehen, das kann ein Unfall passieren. Und ich finde es schade, dass jeder immer nur an die aktuelle Situation denkt, ich brauche es doch heute gar nicht, ich habe keinen Aufwand dafür, es kann morgen ganz anders aussehen. Wenn ich es wirklich richtig mache, brauche ich dann, Anne-Marie, du hast auch gesagt, ich muss dann keine Design for All, ich muss es leben. Bea, du hast es auch gerade gesagt gehabt, so, es ist eine Chance für alle, einmal das richtig zu machen und ich treffe eine viel größere Gruppe. Ich kann viel mehr Leute adressieren. Das kann auch sprachlich sein. Muss ich mein Produkt nur in Deutschland anbieten auf Deutsch? Mache ich es richtig? Ich gebe die Übersetzung an irgendjemand anders ab. Online-Translator heutzutage. Wenn ich überlege, Google Translator, ich spreche rein, kriege Übersetzung. DeepL, künstliche Intelligenz zum Übersetzen von Texten teilweise. Wenn ich das vorantreibe, alleine jetzt heute für YouTube die Untertitelung, wenn ich sowas hernehmen würde, da steckt so viel Potenzial dahinter, wenn es richtig gemacht ist. Das heißt, bitte einfach nur an sich selber denken, was kann morgen mit mir sein? Was würde mir morgen fehlen? Worauf kann ich nicht verzichten? Und worauf möchte ich nicht verzichten? Wenn man sich selber mal darüber Gedanken macht und sich dafür öffnet, kommt man auch vielleicht einen Schritt weiter. Dankeschön, Thorsten. Ich würde noch mal einen Blick gerne von der Politikseite darauf werfen. Wie kann denn die Politik hier unterstützen? Einmal natürlich aus der Wirtschaftsseite, also was sind die Anforderungen an die Politik? Und einmal, was gibt es denn schon für Pläne aus der Politik, die Barrierefreiheit zu fördern, beziehungsweise auch aus den einzelnen Fraktionen? Und da gucke ich natürlich gerne an unsere Fraktionssprecher hier für die einzelnen Themen. Habt ihr dazu eine Rückmeldung? Ich fange gerne mal an, weil auch das noch zu dem passt, was wir vorhin schon diskutiert haben. Das ist alles so teuer und wann wird das denn eigentlich wirtschaftlich? Ich glaube, das ist der falsche Weg. Also spätestens dann der falsche Weg, wenn wir über den Grad von Ignoranz der Rechtsordnung reden, die unser Grundgesetz betrifft. Aber es ist auch wirtschaftlich die falsche Betrachtung, weil am Ende immer auch das Preiswerteste der Standard ist. Und wir haben das ja schon festgelegt für die Träger öffentlicher Gewalt. Wir müssen es als nächsten Schritt, und meine Fraktion hat das beantragt, festlegen für alle öffentlichen Stellen. Dazu gehört dann zum Beispiel sowas wie die Deutsche Bahn.
Wir haben 2012, um ein anderes Beispiel zu benennen, gesagt, der öffentliche Personennahverkehr und idealerweise auch der Fernverkehr sind ab dem 01.01.2022 gesetzlich verpflichtend barrierefrei. Und wir haben in dieser Wahlperiode diskutiert, wieso die Deutsche Bahn eigentlich immer noch im Regionalverkehr Schienenfahrzeuge bestellt, die das nicht sind. Sie sind es nach irgendeiner technischen Richtlinie, die wir noch haben, die dringend gestrichen und überarbeitet gehört, weil sie sich für Schienenfahrzeuge völlig abhebt von dem, was wir beispielsweise für die bauliche Umwelt festgelegt haben, ganz andere Grade und andere Dinge mehr erlaubt. So, das muss man einfach machen. Ich wohne persönlich an der Bahnstrecke zwischen Amsterdam und Berlin, da bin ich jetzt auch gerade. Da wird es ab 2023 den EQX der spanischen Firma Talgo geben, der ist barrierefrei. Und wenn Sie das Unternehmen fragen, können Sie das nicht auch sogar mit Doppelstockfahrzeugen für den Regionalverkehr, dann sagen die, ja, können wir. Wir brauchen bloß einen Entwicklungsauftrag dafür. So, das heißt, wenn öffentliche Hand nicht nur mit den Trägern der öffentlichen Gewalt, sondern mit allen öffentlichen Stellen, mit allen Unternehmern, die wir beteiligt sind, sofort nach vorne geht, egal ob in der baulichen Umwelt oder im digitalen Raum, dann setzen wir damit Standards. Und wenn wir das weiter über BGG und AGG verpflichtend machen, auch für die Privatwirtschaft in den Bereichen, wo sie sich an Öffentlichkeit wendet, beginnt bei Medizindienstleistern, geht hin zum Café und Kino, dann wird es relativ schnell gar nichts anderes mehr geben. Und die Beispiele sind genannt worden, Großbritannien, Vereinigte Staaten von Amerika, das sind jetzt nicht die staatswirtschaftlichsten Länder dieser Welt. Trotzdem gibt es das dort spätestens seit Anfang der 90er Jahre, in den Anfängen sogar schon Anfang der 70er Jahre festgelegt. Und damit kommt man gut klar. Wir können das auch, wir müssen das nur machen. Meine Fraktion hat es beantragt, Corinna wird gleich sagen, dass sie es auch ein paar Mal beantragt haben. Und Angelika und Uwe erklären, warum sie es immer abgelehnt haben. Wollen wir mal den Weg gehen? Genau. Möchte ihr was dazu sagen? Schaue in die Gesichter. Wenn keiner was sagt, darf ich vielleicht noch einen weiteren Satz machen. Das wollte ich, weil ich das vorhin auch. Ja. Wir haben ja gesagt, uns fehlen die Fachkräfte im Bereich dieser Entwicklung. Das stimmt sicherlich auch. Aber dieser generelle Awareness-Ansatz, der fehlt uns überall. Nun glaube ich nicht, dass wir jeden Mediziner in seinem Studium mit allen Spezialitäten vertraut machen können, die es gibt im Bereich von Menschen mit Behinderungen. Aber dass es so ein Grundsemester gibt, sensibilisiert zu werden dafür, was eine barrierefreie Praxis ist, und dass es da einen Bedarf gibt, dass wir bei Architekturstudenten, bei Bauingenieuren einmal so in einem Semester wenigstens auch vermitteln, dass, und das ist ein praktisches Beispiel aus Niedersachsen, eine neue Polizeidirektion gebaut worden, da gab es dann den Taster für den Rollstuhlfahrer und dann ging die Tür nach außen auf. Die war aber zweiflügelig und der Taster war in der Mitte, mit der Folge, dass ich als Rollstuhlfahrer dann von dieser Tür wieder auf den Bürgersteig, der sehr schmal war, und dann auf die Straße geschoben worden bin. Also ganz grundlegende Dinge, wo man einfach überhaupt nicht nachdenkt, das brauchen wir überall, in allen Ausbildungsbereichen. Und wenn das dann kommt, dann werden auch ganz viele Dinge selbstverständlich. Und dann kommen wir auch nicht mehr zu diesem ersten Bild, hat mir sehr gut gefallen, von Dr. Schwarz mit dieser Treppe und der Rampe da drauf. Ich hoffe, das war Kunst. Und sollte nicht Barrierefreiheit bringen, wenn das dann mitten in der Hälfte der Treppe aufhört. Aber sowas passiert eben tatsächlich noch permanent. So, und wenn wir da einfach mit einem Mindestmaß an Anforderungen an Ausbildungsordnung und dann mit den schon verpflichteten Trägern der öffentlichen Gewalt als nächsten Schritt, das können wir 2022 am Jahresanfang beschließen, alle Träger, alle öffentlichen Stellen mit verpflichten und dann natürlich mit einer Übergangsfrist, die wird man brauchen, aber mit einer Anpassungsfrist von einigen Jahren auch die Privatwirtschaft, dann werden sich ganz viele Dinge, die wir heute hier leider noch diskutieren müssen, von alleine erledigen. Vielen Dank, Jens. Und damit direkt zu Corinna. Also ich würde mich ja auch freuen, wenn sich jemand von den Regierungsfraktionen auch mal äußern würde. Wir gucken da mal zu Uwe. Aber ich sehe gerade, Uwe ist gar nicht mehr drin. Ne? Deswegen kann ich auch schlecht reden. Ich kann auch noch mal was dazu sagen. Corinna Rüber wartet natürlich immer gerne. Sie erwidert lieber, als dass sie nach vorne geht. Aber ich kann das gerne tun. Das ist überhaupt kein Problem.
Also wir haben natürlich vieles auf den Weg gebracht. Es wurde ja auch schon genannt, Teilhabestärkungsgesetz, Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Und ich glaube, das sind wichtige Schritte, auf denen man in der nächsten Wahlperiode aufbauen kann. Und ich will aber auch noch mal auf ein Thema zurückkommen, weil ich finde, das ist elementar, nämlich wenn es darum geht, dass Menschen teilhaben können an Arbeit, in der Arbeitswelt. Und ich will auch noch mal betonen, dass wir da einfach noch einen riesigen Bedarf haben. Und es wurde ja auch vorhin angesprochen, man muss den Unternehmen auch Mittel, Instrumente und Möglichkeiten an die Hand geben, damit auch Vorbehalte gegenüber Menschen, die besondere Vielfalt aufweisen, dass die einfach auch in die Lage versetzt werden, die Unternehmen, diese Menschen zu beschäftigen. Vielfach begegnet man da Ängsten und wir haben auch vieles getan, um diese Ängste abzubauen. Es ist uns aber nicht gelungen. Und ich finde, man muss auch mal einen Hebel ansetzen. Und da bin ich auch mal sehr gespannt, wie Herr Beek das sehen würde, dass man dann auch mal den Unternehmen sagt, du hör mal, wenn du partout deiner Beschäftigungspflicht nicht nachkommen willst, dann musst du auch mal eine Ausgleichsabgabe zahlen in einer Höhe, die auch mal wehtut. Und ich finde, auch das ist ein probates Mittel, um zu sensibilisieren und auch mal um bestimmte Meinungsveränderungen herbeizuführen. Das sind alles Prozesse, auf die man setzen muss. Und im Übrigen haben wir ja natürlich auch viel dafür getan, dass es Kostenzuschüsse gibt für Unternehmen. Auch das sind wichtige Punkte. Und ich will einfach auch nochmal sagen, es ist immer wieder das Thema, dass man in der Umsetzung, oftmals haben wir auch kein Regelungsproblem, sondern wir haben auch viele, viele Umsetzungsprobleme. Und da müssen wir uns, glaube ich, auch besser vernetzen und besser verknüpfen. Und was die Mobilität betrifft, gibt es ein Programm, das auch kleinere Bahnhöfe unterhalb von 1000 Einstiegen pro Tag barrierefrei gebaut werden müssen. Ich glaube, da muss man darauf hinwirken, dass das weitergeführt wird. Wir müssen auch Tempo machen bei alters- und alternsgerechten Bauen, bei barrierefreiem Bauen. Und vor allen Dingen will ich auch mal sagen, darauf hinwirken, dass wir in der anstehenden Wahlperiode nicht zu irgendwelchen Kürzungen kommen, die genau in diesen Bereichen kommen würden, weil wir viele Kosten haben für andere Maßnahmen wie Umwelt, Klimaschutz oder auch Digitalisierung, Transformation in der Arbeitswelt. Und da müssen wir höllisch aufpassen. Und das will ich auch mal sagen, das ist uns total wichtig, dass es eben nicht einhergeht mit Kürzungen in diesen Bereichen, sondern wir wollen Tempo machen bei der Inklusion und bei der Barrierefreiheit. Das sind unsere wichtigen Punkte, die wir anvisiert haben. Du hast Jens direkt angesprochen und du möchtest darauf reagieren, nehme ich an. Ganz kurz gerne, weil das immer so, und das sind jetzt die 3 Minuten, die wir uns vor der Bundestagswahl vielleicht nehmen müssen, um diese Positionen auch mal klar zu machen. Erstens, bei der Frage der deutlich erhöhten Ausgleichsabgabe für die Unternehmen, die gar keine Menschen mit Behinderungen einstellen, sind wir uns völlig einig. Das habe ich immer signalisiert in unseren gemeinsamen Runden der Teilhabe oder behindertenpolitischen Sprecher. Es ist der SPD-Minister, der es nicht umgesetzt hat, obwohl er das angekündigt hat. Wir hätten dem wohl zustimmen können. Das andere ist aber dieser Versuch, so zu tun, als hätte man irgendwelche Politiker, die sind für Barrierefreiheit und Inklusion und andere sind für Wirtschaft. Das ist eine völlig künstliche Trennung. Alle großen Unternehmen, ist vorhin schon angesprochen worden, die irgendetwas auf dem US-amerikanischen oder britischen Markt machen können, für die ist das alles lange abgehakt. Und wenn wir es zum Standard machen, dann ist es auch nicht teurer. Es fängt damit an, dass wir, ich bin auch Kommunalpolitiker, in den Kommunen vorschreiben, wie bestimmte Bauten aussehen müssen, weil wir glauben, dass wir ein bestimmtes Erscheinungsbild der Stadt haben müssen. Ich glaube auch, dass das richtig ist. Aber wenn ich 3 oder 5 Reihenhäuser nebeneinander vorschreibe, dann ist daraus für die bauliche Umwelt völlig irrelevant, ob diese Wohnungen dann vom Keller bis ins Dachgeschoss über 5 Etagen gehen, ist Mist für Familien mit kleinen Kindern, ist Mist, wenn ich als 20-Jähriger einen Sportunfall hatte, ist Mist, wenn ich alt werde, ist Mist für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Ich kann das in den gleichen Häusern genauso gut barrierefrei machen. So, also auch das verursacht überhaupt keine weiteren Kosten. Es geht nur darum, dass wir einen generellen Konsens dafür kriegen, dass wir zum Beispiel bei dieser Frage auch darauf setzen,
verpflichtend, in einem bestimmten Umfang Barrierefreiheit und damit auch Inklusion mitzudenken. Und das ist kein Widerspruch gegen Wirtschaft, im Gegenteil. Ich glaube, dass das sehr gut geht. Die größten Unternehmen auch in Deutschland, wenn ich mal an SAP denke beispielsweise, natürlich auch deswegen, weil sie international sind, da ist das alles überhaupt keine Diskussion. Bei Lufthansa ist das überhaupt keine Diskussion. Und im Übrigen bei anderen Unternehmen, Staatsbahnen, ist das auch schon lange keine Diskussion mehr. Dass wir das noch zulassen, obwohl die Deutsche Bahn uns zu 100% gehört, ist eigentlich ein Trauerspiel. Und wir werden das beenden. Dankeschön erst einmal für die Ausführungen. Und damit gleich zur anderen Position wahrscheinlich, denn zu Corinna oder ähnlichen Position. Ich bin gespannt. Naja, das ist schon eine ähnliche Position. Also ich bin auch froh, dass mit Jens Beek jemand für die FDP spricht, der einen Blick hat für diese Themen und der die FDP, glaube ich, an der Stelle auch ein Stück weiterentwickelt hat, ja, was die Annäherung an die Frage Verpflichtung Privater anbelangt, da habt ihr von ein paar Jahren noch ganz anders geredet. Aber das ist natürlich unheimlich wichtig, sozusagen diesen Schritt zu gehen und damit als Politik auch deutlich zu machen, dass wir das Thema Zugänglichkeit als Innovationsthema wahrnehmen als Politik und dass wir nicht weiterhin Jahrzehnte hinterher trappeln wollen. Denn es ist ja richtig, dass ein Land wie die USA tatsächlich in den 70er Jahren angefangen hat, sich diesem Thema zu nähern. Und wenn man mit Softwareentwicklern und Entwicklerinnen der großen Unternehmen spricht, dann ist das für die eine Selbstverständlichkeit, an die unterschiedlichen Zielgruppen zu denken. Und die tun das natürlich auch, um Kohle mit dem, was sie da produzieren, zu verdienen. Ja, andere Zielgruppen sich zu erschließen, aber auch wahrzunehmen, dass Barrierefreiheit tatsächlich für uns VerbraucherInnen insgesamt ein wahnsinnig spannendes Thema ist. Das ist ja hier auch an unterschiedlichen Stellen schon ausgeführt worden. Deswegen sagen wir seit Jahren, ja, wir wollen die Privaten verpflichten, auch um da eine Klarheit zu schaffen und einen Bewusstseinswandel damit zu verbinden. Wir wollen aber auf der anderen Seite auch beraten und unterstützen. So, und Uwe Schummer hat es am Anfang gesagt, es gibt ja diese Fachstelle Barrierefreiheit in Berlin, die aber nicht die Kapazitäten hat und auch nicht den gesetzlichen Auftrag, sozusagen umfassend zu beraten. Und da ist sozusagen eine Ressource, an die anknüpfend man ziemlich viel bewegen könnte. Denn insgesamt haben auch wir ein Verständnis dafür, dass sozusagen bürokratische Hürden und Unklarheiten sozusagen das Problem an Menschen zu kommen, die was von Barrierefreiheit verstehen, das sehen wir schon auch. Ja, das ist ein großes Thema, dass da, wo gesetzliche Verpflichtungen bestehen, diese aus Mangel häufig an Kenntnis und Fähigkeiten nicht umgesetzt werden. Und was die Frage angeht, die Angelika Glöckner gerade angesprochen hat, nämlich die Frage, wo werden Menschen mit Behinderungen tatsächlich beschäftigt? Da haben wir ein Riesenproblem in Deutschland, ne? Also viele große Unternehmen tun das, erfüllen teilweise die Quote, aber nicht deshalb, weil sie BerufseinsteigerInnen mit Behinderung da eine Chance lassen würden, sondern weil der demografische Wandel, wenn man ehrlich ist, dieses Problem löst. Ne? Also die Belegschaften werden älter, Menschen erwerben Behinderungen durch chronische Erkrankungen beispielsweise, ja. Aber den Leuten, die beispielsweise in Werkstätten für behinderte Menschen arbeiten, denen hilft das nichts. Und da muss man einfach sagen, dass die Ausgleichsabgabe in der Form, wie wir sie kennen, auch keine Lenkungswirkung erzielt. Jetzt ist es schade, dass Uwe Schummer nicht mehr dabei ist. Sein ehemaliger Finanzminister Schäuble hat das vor 5 oder 6 Jahren schon, obwohl er sich insgesamt zum Thema Behinderung erstaunlicherweise eher wenig äußert, aber damals schon gesagt, natürlich muss man diese Ausgleichsabgabe erhöhen, um sozusagen einen Effekt zu erzielen und die Unternehmen dazu zu motivieren. Ja, stattdessen haben wir viele Anreize, Menschen in Werkstätten für behinderte Menschen zu verweisen. Ja, da haben wir steigende Zahlen. Das sind, glaube ich, auch nochmal so Themen, die in diesem Rahmen gut platziert sind. Und in diesem Sinne vielleicht auch nochmal ein Appell an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die jetzt hier am Start sind.
die bestehenden Instrumente, wie zum Beispiel das Budget für Arbeit, das Menschen, die in Werkstätten arbeiten, bisher ermöglicht, eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt anzugehen, diesen Menschen wirklich auch eine Chance zu geben. Und um das zu tun, ist es so wichtig, auch der ArbeitgeberInnenseite die Beratung zu geben, die sie brauchen, um tatsächlich in diesem schwierigen Geflecht von Instrumenten und Maßnahmen durchzublicken. Und das ist eine Aufgabe, die Politik noch viel besser zu erfüllen hat. Vielen Dank, Corinna. Bevor wir jetzt gleich zu Holger und Annemarie kommen, möchte ich nochmal zwei Kommentare bzw. Rückmeldungen vorlesen. Und zwar zum einen, Petra wünscht sich, dass die BETV sollte auch uneingeschränkt für Land und Kommunen gelten. Und Beatrice unterstützt das. Und ihr Wunsch ist auch, dass die Strafen veröffentlicht werden, wenn Produkte und Dienstleistungen gegen die Barrierefreiheitsgesetze verstoßen und diese auch einzufordern und insbesondere auch bei Behörden. Und Nico sagt dazu, dass er genau diesen Wunsch auch unterstützt, die Behörden halt zur Rechenschaft zu ziehen, wenn halt Barrierefreiheit nicht eingehalten ist. Ja, und zur Unternehmensseite, Holger, da möchtest du wahrscheinlich nochmal was sagen. Na, ich wollte auch kurz so, weil du gesagt hast, so Wunsch an die Politik. Also ich kann nur noch mal kurz sagen, also hier ist ja der Rahmen digitale Barrierefreiheit. Das Schöne ist, das sind ja keine Aufzüge von 100.000 Euro, von denen wir reden. Ja. Und ich selbst fand es halt überraschend, als ich mich da begonnen habe, dafür zu interessieren, dass ich halt interessante Sachen halt beim B3C gefunden habe, wie gesagt, diese BCAG und so, aber eben auch in komischen PDF-Dokumenten von der EU, die dann doch gar nicht so schwierig zu lesen waren. So. Und ich war so enttäuscht, dann zu sehen, dass wir als gemeinnütziger Verein sozusagen, ich glaube, wir hatten 7 Tage, um unser Feedback zu geben auf ein Gesetz, das jahrelang klar war, dass das irgendwie kommt, sozusagen auf dem letzten Drücker, kein einziges Komma, überhaupt kein bisschen Bock drauf gehabt. So sah das eben aus. Das Barrierefreiheitsgesetz ist noch umbenannt geworden. Wie gesagt, das ist nichts von Barrierefreiheit, Barrierefreiheitsstärkungsgesetz dann eben. Und so als Bürger sozusagen oder als jemand, der das so beobachtet, finde ich das so unverständlich, weil es ist halt nicht so kompliziert. Man muss sich die Leute nicht an die Hand nehmen. Ich sage jetzt ein bisschen googeln, ein bisschen mal anfangen. Und auch da bin ich überhaupt nicht wirtschaftsfeindlich, sondern wenn man einfach sagt, okay, Websites und Apps sollten halt barrierefrei sein, wie es geht, wissen wir seit 20 Jahren, dann sind auch wieder alle gleich. Also das ist nicht so, dass man sagt, das kann man niemandem zumuten. Das ist so meine Ungeduld, die da langsam durchkommt. Das nur kurz, um mir ein bisschen mehr Pfeffer reinzukriegen. Die Frustration spürt man auf jeden Fall. Recording sollte nicht stoppt sein, aber Moment, kleinen Moment. Können wir endlich mal ganz offen reden? Ist auch ja, genau. Aber das und Recording. Das Stream läuft ja noch. Das Stream läuft noch, genau. Also wieder zurück. Genau, man merkt die Frustration auf jeden Fall bei dir. Und Annemarie, du hast auch noch eine Rückmeldung zu. Ja, auch aufgehend auf deinen Hinweis, welche Wünsche habt ihr noch an die Politik? Ich habe einen ganz konkreten. Ne? Wir haben jetzt geredet zur Förderung von Einstellungen beeinträchtigter Menschen, gerade auch in die Arbeitsfähigkeit sozusagen hier zu bringen und Möglichkeit. Aber es geht eben gerade auch, was Corinna Rüffer gesagt hat, darum, Fachkräfte zu erhalten. Und eigentlich haben wir für alle Arbeitgeber hier die Verpflichtung aus dem SGB 9, dass wir einen barrierefreien digitalen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen müssen. Ich rede nicht sozusagen von dem Arbeitsumfeld, dass wir barrierefreie Toiletten benötigen, sondern hier wird konkret von einem digitalen Arbeitsplatz gesprochen, der barrierefrei sein soll, im Paragraph 164. Und das ist übrigens eine Maßgabe, die sich einige Unternehmen in Deutschland schon genommen haben, schon vor sehr, sehr langer Zeit und darauf einen Aktionsplan auch gestrickt haben, wo eben auch die Barrierefreiheit am Arbeitsplatz eine sehr, sehr große Rolle spielt, eben auch am digitalen Arbeitsplatz. Und aus meiner Sicht jetzt der Wunsch, wäre es doch gut, wenn wir hier eine Förderung auch anbringen könnten. Also nicht nur eine Verpflichtung geben, um beeinträchtigte Menschen sozusagen in die Arbeitswelt zu heben, sondern eben auch Menschen, die eventuell eine Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Beeinträchtigungen sozusagen erreichen, in dem Sinne, dass sie nicht mehr arbeiten können. Ne, weil der Arbeitsplatz eben nicht barrierefrei ist und hier das zu fördern, diesen barrierefrei zu gestalten, was dann als
sozusagen als going by dazu führt, dass wir wieder mehr Empathie, mehr Awareness haben, mehr Menschen, die hier sozusagen uns auch gegenübertreten, Menschen mit Beeinträchtigungen im Alltag und uns die Möglichkeit geben, da auch wieder Wissen aufzubauen, das wir dann wieder anwenden können, um genau solche Anwendungen auch zu schaffen. Dankeschön. Jens, wir kommen gleich zu dir. Dazu noch eine Rückmeldung von Josephine im Chat. Und zwar meinte sie halt auch, dass momentan auch nur die Privatwirtschaft bei Androhung auf Sanktionen wie Strafzahlungen reagiert. Und wenn wir uns an den Aktionismus im Zuge der Umsetzung der DSVGO erinnern, also ich glaube, wenn ich Josephines Kommentare richtig einschätze, es geht halt hier darum, dass wirklich auch die Behörden diesen Zwang auch wirklich nachkommen. Und wenn wir da an die Digitalisierung schauen fürs nächste Jahr und die wissen, wie viele doch noch dahinterher hinken, kann ich das, glaube ich, nachvollziehen. Aber jetzt erstmal zu Thorsten. Ganz kurz, also ich fand das auch Anbridus oder es kam jetzt auch offen, Holger kam es auf den Punkt und in mehreren Diskussionen, auch jetzt hier im Chat wieder das Thema, die Verpflichtung, das wünsche ich mir an die Politik. Bitte nehmt es doch verpflichtend mit. Ahntet das Ganze. Und nicht nochmal, lass es doch machen wie in den USA, Section 508, da gibt es wirklich Abmahnungen im großen Millionenbetrag. Zwingt die einfach nochmal die öffentlichen Einrichtungen dazu, nicht nur diese Erklärung zu schreiben für die Barrierefreiheit. Da kann ich mich immer rausmauscheln. Ihr habt es jetzt in den letzten 24 Monaten zu Genüge erlebt. Man kann überall begründen, warum etwas nicht barrierefrei sein muss und warum ich die Ressourcen nicht habe. Es ist schrecklich. Ahndet das, unterstützt die, gebt ihnen auch die Tools in die Hand, kümmert euch darum, dass da was passiert. Weil wenn ich die öffentlichen Einrichtungen zwinge, die entwickeln keine Software, keine Webseite, keine Anwendung. Die geben das in die Privatwirtschaft. Wenn die dadurch kann ich aber die Privatwirtschaft wieder einen Schritt weiter dazu zwingen, sich aktiv in diese Umsetzung zu kümmern. Und wenn ich das immer auf die weiter treibe, es sind so viele verschiedene Anwendungen, und dann erreiche ich immer mehr Entwicklerteams und irgendwann wird das wirklich vielleicht Normalität. Ich kann nicht, ich weiß, es ist schwieriger noch die Privatwirtschaft dazu zu sanktionieren. Das ist schwierig hier in Deutschland. Aber andere Länder schaffen es auch. Also fange ich doch erstmal bei den eigenen Behörden an, zwinge die dazu. Ich weiß nicht, das ist das auch die Aufgabe der Politik. Bitte, das möchte ich mitgeben. Findet eine Lösung, wie kann ich das wirklich sanktionieren, damit es gemacht wird. Und nicht nur einfach wieder 1090 Seiten geschrieben werden, warum ich es nicht machen muss oder nicht machen kann. Das ist immer das Problem. Weil wenn einmal die Grundlagen da sind, ich glaube, in 15 Jahren machen wir uns keine Gedanken damit drüber. Dann lachen wir drüber, was wir da heute diskutieren. Aber es muss einer mal tun und wirklich hart durchgreifen. Da brauchen wir einfach nur die Justiz, sage ich mal, oder die Regierung dafür. Ich habe dazu schon das Beifallsymbol im Chat gesehen. Vielen Dank für das Statement, Corinna. Ja, dazu fehlt aber tatsächlich bisher auch der politische Wille, ne? Also gesetzlichen Regelungen, und die kann man natürlich an vielen Stellen weitertreiben, müsste das meines Erachtens nach auch. Aber das Mindeste wäre ja das, was gesetzlich vorgeschrieben ist, mit Sanktionen im Fall des Nicht-Einhaltens zu versehen. Und da fehlt der politische Wille. Und ich glaube, das würde richtig viel weiterhelfen. Ich wollte aber an einer anderen Stelle noch ganz kurz auf das eingehen, was Annemarie Nebe vorhin gesagt hat. Das ist meines Erachtens nämlich ein ganz wichtiger Punkt, ja, dass wir Menschen, die drohen, aus dem Erwerbsleben herausgedrängt zu werden, beziehungsweise die schon draußen sind in Sondereinrichtungen wie Werkstätten für behinderte Menschen, dass wir denen die Zugänge nicht versperren. Und das tun wir über einen gesetzlichen Status wie die Erwerbsunfähigkeit, weil bestimmte Unterstützungsleistungen sozusagen für diese Menschen nicht mehr fließen, obwohl sie es vielfach so gerne wollen. Ja? Also es gibt so viele Menschen mit Beeinträchtigungen, die gerne arbeiten wollen, die aber sozusagen unter unseren gesetzlichen Regularien so leiden und einfach rausgedrängt werden aus der Erwerbstätigkeit. Und wenn man dann überlegt, dass die allermeisten von diesen Menschen nie das Angebot einer Rehabilitation bekommen, ja, also dass nie nach Möglichkeiten gesucht worden ist, wie man sie dabei halten kann, welche Heil- und Hilfsmittel es gibt, welche Unterstützungsleistungen es gibt, um sie am Start zu halten, dann ist das, glaube ich, auch noch ein Riesenbereich, über den wir uns viel intensiver Gedanken machen müssen in eben einer Gesellschaft, die unter anderem dem demografischen Wandel unterliegt, den wir alle mittlerweile auch spüren, ja.
Und ich sehe schon, wie Jens direkt was dazu sagen möchte, dann los. Ich würde jetzt zwei Bemerkungen machen. Einmal die Forderung danach, die Einrichtung von angemessenen Arbeitsplätzen, die auf die jeweilige Situation eingehen, zu fördern. Und das sei eine Aufgabe von Politik. Das ist lange erledigt. Wir haben im SGB IX nicht nur die zitierte Vorschrift zu den barrierefreien Arbeitsplätzen, wir haben im SGB IX auch das betriebliche Eingliederungsmanagement verankert. Übrigens ein Instrument, von dem ich glaube, dass wir es doch noch stärker ausarbeiten müssen, dass wir es, glaube ich, allerdings auch für beide Seiten verpflichtend machen müssen und dass wir anders auch im SGB V, also über die Krankenversicherungen nach dem Hamburger Modell, besser ausstatten müssen. Aber die eigentlich angesprochene Frage, warum wird der Arbeitsplatz nicht angefasst? Fördermittel sind nicht das Problem. Die Politik hat eigentlich im SGB IX in der Fassung des Bundesteilhabegesetzes ihre Aufgaben erfüllt. Und Geld ist an der Stelle nicht das Problem, weil die Mittel, die durch die Ausgleichsabgabe kommen, auskömmlich sind für die Anträge, die bearbeitet werden. Und da ist die Krux. Die Bearbeitung der Anträge, die zum Teil vorliegen, dauert manchmal Monate. Und das kann nicht sein, wenn es also den Bedarf gibt, durch ein aktuelles Ereignis oder weil ich jemanden neu einstellen will, einen Arbeitsplatz anzupassen. Dann kann es nicht sein, dass es daran scheitert, dass über Wochen und Monate zum Teil nicht bearbeitet wird. Meine Fraktion hat unter meiner Federführung dazu auch einen Antrag eingebracht, niederländisches Modell. Wenn der Antrag gestellt ist, einen Arbeitsplatz mit Mitteln der Ausgleichsabgabe umzugestalten und nach 4 Wochen kein Bescheid erfolgt ist, gilt das fiktiv als Genehmigung. Muss man immer noch einige Detailfragen hinterher klären, aber Arbeitgeber und Arbeitnehmer können anfangen. Und wir können darüber reden, ob es weitere Förderprogramme braucht, sobald die Mittel der Ausgleichsabgabe nicht mehr ausreichen. Aber derzeit ist es sogar so, dass wir in der Corona-Pandemie zur Unterstützung der Werkstätten für Menschen mit Behinderung erhebliche Mittel umleiten konnten. Dieser Topf ist voll genug. Er ist auch über den 18.1 SGB IV angepasst. Die Ausgleichsabgabe steigt regelmäßig. Also da ist alles da. Politik hat ihren Job gemacht, mit einer Ausnahme. Wir schaffen es nicht hinreichend, und das gilt dann auch für den anderen Bereich, der gerade angesprochen worden ist, das, was wir am Ende nach streitigen Diskussionen im Parlament wirklich verabschieden, in die Verwaltung zu bekommen. Es ist das Gleiche, was wir im Grunde den ganzen Abend schon besprechen, Umsetzungsbarrieren in diesem Land. Dinge, die in unserer Rechtsordnung stehen, kommen in der Lebenswirklichkeit der Menschen nicht an. Und da müssen wir 2 Dinge tun. Wir müssen die Regelung einfacher und verständlicher machen. Ich bin seit 25 Jahren Sozialrechtsanwalt. Ich traue mich heute nicht mehr, wo ich 4 Jahre im Bundestag bin, jeden Sozialrechtsfall einfach zu übernehmen, weil das deutsche Sozialrecht mit zu den komplexesten und schwierigsten Materien weltweit gehört. Das ist ein Fehler. Das muss jeder verstehen. Und die klaren, verständlichen Regelungen, die wir dann haben, die müssen wir auch umsetzen. Und da glaube ich auch, dass das, was wir in den letzten Jahren immer gemacht haben, irgendwelche Bundesstellen und Landesstellen, meistens sind die Länder zuständig, einzurichten, um zu überwachen, ob unsere Gesetze auch eingehalten werden. Das hat sich auch wegen Fachkräftemangel, aber auch wegen fehlenden Willens als ihr Weg erwiesen. Da brauchen wir andere Mechanismen. Und es muss eigentlich der Ansatz von jedem Abgeordneten im Deutschen Bundestag sein, die von uns verabschiedeten Gesetze auch wirklich in die Lebenswirklichkeit zu bringen und nicht zu erlauben, dass es ausgehöhlt wird. Dazu haben wir Anträge eingebracht, die ganzen Ausnahmevorschriften in den nächsten Jahren auslaufen zu lassen. Und dann gilt, was im Gesetz steht. Dankeschön, Jens. Wir kommen gleich zu dir, Angelika, und dann nochmal Annemarie. Und vielleicht auch nochmal, Uli, vielleicht hast du ja aus deiner Sicht nochmal, aus deinem Unternehmen, eine Blickwinkel zu, aber geben wir erstmal das Wort an Angelika. Angelika? Darf ich? Ja, bitte. Darf ich zurückstellen? Irgendwas piept bei uns. Ich muss mal kurz... Ja, okay. Dann machen wir mit Annemarie. Du hast eine Reaktion drauf. Genau. Also ich möchte das nochmal ein Stückchen erweitern. Es geht nicht nur darum, Arbeitsplätze anzupassen für beeinträchtigte Menschen, also zum Beispiel assistive Technologien bereitzustellen oder ähnliche Dinge, sondern ich meinte in meinem Vorschlag ein Stückchen weit eine Förderung darüber hinaus, nämlich im Sinne des Design for All, über das wir ja hier sprechen, auch die Grundvoraussetzung zu schaffen,
dass der Arbeitsplatz generell von sich aus als selbstverständlich barrierefrei eingerichtet wird, auch der digitale Arbeitsplatz, also auch digitale Anwendung, die der Arbeitnehmer benutzt, weil ich dann den Fall nämlich gar nicht habe, dass der Arbeitgeber hier jemanden einstellt, der an einen nicht barrierefreien Arbeitsplatz kommt, sondern der ist ja bereits barrierefrei. Und dann habe ich sozusagen die sofortige Möglichkeit der Arbeitsleistung. Dankeschön. Und ich schaue jetzt, Thorsten, wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen. Genau, Thorsten, also wenn du es ganz kurz machen kannst. Ganz kurz, ich fand es ein bisschen schade, dass wir heute viel über wieder Züge, über Arbeitsplatz-Hardware reden und nicht von der Software. Weil ich finde, die Hardware ist heutzutage viel einfacher geworden für Menschen mit Behinderung als noch vor 30 Jahren. Nehmen wir es einfach, pokern wir mal hoch. Ich habe blinde Kollegen, ich habe blinde Studierende, ich sehe das. Die Rechner sind von Grund aus da, Betriebssystem schafft es, an der Software hängt es oft. Aber alles, was die heutzutage brauchen, die haben eigentlich nur noch ihre Braillezeile. Damit tippen sie, damit lesen sie. Das ist das einzige Hilfsmittel, den Screenreader, die Software dazu noch. Da gibt es freie NVDA. Es ist einfach so Software, die ist kostenlos. Außer dieser einen Zeile brauchen die nichts mehr. Den Rest haben sie. Sie haben ein Handy dabei, mit dem scannen sie, machen Texterkennung. Und wenn ich jetzt alles digital korrekt mache, nur ein Beispiel Blindheit, brauche ich nicht mehr. Es ist ein Gerät, klar, die Sozialträger zahlen das. Das passt. Aber ich muss über Arbeitsplätze eigentlich mehr im richtigen Sinne heutzutage. Ich finde es schade, dass wir uns darüber noch Gedanken machen reden, sondern es geht, wir müssen weiter an die Basis, die Grundlagen. Wie ich vorhin auch gesagt habe, mir geht es nicht nur um die Menschen, die im Rollstuhl sitzen und blind sind. Mir geht es um die Menschen, die jetzt nach Deutschland zuwandern müssen, die Menschen, die leichte, einfache Sprache noch brauchen, um es zu begreifen. Ich finde es auch schade, wie der Begriff leichte Sprache benutzt wird. Wir brauchen den gar nicht. Ich brauche einfache Sprache. Leichte Sprache kann mir zum Handicap für eigentlich andere sein. Aber wenn ich eine korrekte, einfache Sprache finde, mit KI, kann ich das in alle Sprachen, auch in leichte Sprache übersetzen. Die Grundlagen, um die geht es mir. Ich will gar nicht wirklich um Dinge reden, die schon seit 20 Jahren vielleicht sogar obsolet sind, sondern wir haben heute ganz andere Probleme, die Grundlagen, die wir erschaffen müssen. Und da brauchen wir auch die Unterstützung, dass wir wirklich mal die Grundvoraussetzungen für alle schaffen. Und dann können wir wieder hier auf den Punkt uns treffen und drüber legen, was brauche ich dann für die einzelnen Individuen? Wo muss ich drauf auf, wie kann ich die noch unterstützen, gezielt? Im Arbeitsalltag, ob an der Maschine oder am Rechner oder einfach nur daheim, wenn man alleine selbstständig wohnen will. Die Selbstständigkeit von Grund auf fördern. Dankeschön. Fertig. Vielen Dank, genau. Ich möchte noch ganz kurz eine Rückmeldung von Patrice sagen. Und zwar, sie meinte auch, rund an die Politik wäre auch, dass Behörden die Procurement-Gesetze barrierekonform gestalten, also dass halt es verpflichtend ist, dass barrierefreie Software eingekauft wird und gegebenenfalls an Unis beauftragt werden, wenn halt private Firmen das nicht leisten können. Und dazu vielleicht, Uli, wenn du dazu noch was sagen möchtest, du kennst diesen Blickwinkel wahrscheinlich ganz gut. Entschuldigung, ich bin kurz mal rausgefallen, deswegen habe ich jetzt den Anfang verpasst. Kannst du die Frage mal wiederholen? Genau, du bist es ja gewöhnt mit deinem Unternehmen, deine Software ist ja schon barrierefrei. Ja. Und wir haben ja gerade gesagt, also dass Behörden dazu verpflichtet werden, barrierefreie Software einzukaufen, aber das ist halt noch nicht immer der Fall. Hast du dazu einen Blickwinkel beziehungsweise auch einen Wunsch an die Politik? Ja, wir arbeiten ja hauptsächlich jetzt auch mit Behörden zusammen beziehungsweise mit Versicherern und Banken. Und ich muss schon sagen, dass das für uns jetzt auch ein wichtiges Thema ist, dass, wie vorher diskutiert, da mehr Druck entsteht bei den Behörden. Weil wir haben schon die Wahrnehmung, dass das ein Muss ist, ja, und nicht ein ist von vornherein mit eingeplant. Wir sind aber dabei, das entsprechend auch bei unseren Leuten mehr zu vermitteln, dass wir von vornherein im Design schon darauf achten, die Dinge entsprechend zu berücksichtigen. Aber hier wäre es natürlich schon gut, wenn von der Politikseite her mehr auch nochmal so Rahmenbedingungen geschaffen werden, wo wir die Möglichkeit haben, die Dinge besser zu platzieren. Vielen Dank, Uli. Wir kommen gleich zur Zusammenfassung. Ich poste schon mal etwas im Chat, also für alle Zuschauenden, bitte bewertet ganz kurz das heutige Event. Also das hilft uns, besser zu werden, solche Events in Zukunft durchzuführen. Den Chat zur Evaluation findet ihr jetzt im Chat. Und Angelika, an dich nochmal die Frage. Du bist wieder ansprechbar. Jawohl. Genau. Vielen Dank. Ja, also ich wollte auch nochmal ganz kurz was sagen. Jetzt hat ja der Thorsten nochmal auf die Software hingewiesen. Das ist ja durchaus ein total wichtiger Punkt.
Und es wurde ja auch nochmal von der Annemarie angesprochen, dass wir Arbeitsplätze grundsätzlich auch digital barrierefrei halten müssen. Ich glaube, die Herausforderung besteht ja darin, dass wir sie im Prozess digital barrierefrei halten. Auch wenn man eingangs einen barrierefreien Arbeitsplatz hat, dass es dann auch immer wieder angepasst wird, weil vieles verändert sich und ist ja in einem stetigen Prozess. Ich glaube, das, was gesagt wurde mit dieser Grundsätzlichkeit bei der Software, scheitert doch in der Praxis immer auch daran, dass das eine teurer ist als das andere und dass es da eben Hürden gibt. Und wenn wir von Behörden reden, die holen sich immer die günstigsten Angebote und dann wird eben darauf verwiesen, dass das Günstige gekauft werden muss in Ausschreibungsverfahren. Ich glaube, da liegen viele Ursachen, nicht das Wirtschaftlichste oder Nachhaltigste. Das wäre auch was, wo man als Gesetzgeber einfach auch mal ran müsste. Da finde ich, ist ein wichtiger Punkt, den ich auch jetzt gerne heute noch mal mitnehme. Und ich denke, was gesagt wurde zum betrieblichen Eingliederungsmanagement, ich votiere dafür und würde mich auch gerne einsetzen dafür, dass wir das verpflichtend machen. Und zwar auch im Sinne eines Rechtsanspruchs, dass Arbeitgeber dieses betriebliche Eingliederungsmanagement durchführen müssen, auch aufgrund der Demografie. Menschen werden älter und werden auch an ihren Arbeitsplätzen eben in eine Situation versetzt, wo Arbeitsplätze angepasst und barrierefrei gestaltet werden müssen. Und die Werkstätten ist natürlich auch ein wichtiger Prozess, den wir weiterentwickeln müssen, um Menschen dort zu befähigen, wieder an den Arbeitsplatz zurückzukommen. Da bin ich mit Corinna völlig überein. Aber es gibt auch immer noch Menschen, die können diese Leistung und die Möglichkeit, an den ersten Arbeitsplatz zurückzukehren, nicht mehr in Anspruch nehmen. Und da bin ich dabei, dass wir minimieren müssen, aber auch anerkennen müssen, dass es diese Leute gibt, diese Menschen gibt und dass die auch darauf vertrauen können müssen, dass sie einen Platz haben, der ihnen Struktur gibt und auch die Möglichkeit gibt, ihr Leben selbstbestimmt zu führen insoweit. Dankeschön, dass ich da mal was sagen durfte. Ja, vielen Dank für die Input. Und damit kommen wir auch zur Zusammenfassung und Abschluss der Runde. Also wäre schön, wenn ihr nochmal ganz kurz euer Fazit von heute zusammentragen könnt. Also was nehmt ihr von heute mit, möglichst in einem Satz? Und auch das Gleiche sehr gerne bei allen Zuschauenden. Was ist denn euer Fazit von der heutigen Runde? Was nehmt ihr von heute mit? Und Angelika, wir fangen alphabetisch an. Also gleich wie du wieder, was nimmst du denn von heute mit? Also was ist denn dein Fazit von dieser Runde? Mein Fazit von dieser Runde ist, dass Runden dieser Art öfter stattfinden müssen, damit wir uns enger austauschen und auch die unterschiedlichsten Sichtweisen in unsere Arbeit, auch in der Politik, eng mit einbringen können. Ich fand diese Runde sehr gewinnbringend. Vielen Dank dafür. Dankeschön. Und direkt weiter zu Annemarie. Ja, ich nehme mit, dass Barrierefreiheit immer mehr als Selbstverständlichkeit gesehen wird und auch gefordert wird. Und das ist eigentlich das Ziel, was wir auch erreichen sollten, dass es nichts Besonderes mehr ist, sondern eben wirklich selbstverständlich gesehen wird. Sehr schön. Danke. Corinna, wie siehst du das? Ich glaube, jetzt kann man mich wieder hören, ne? Mhm. Genau, wunderbar, super. Also, ich sage einen Halbsatz zu den Werkstätten. Weniger als ein Mensch von 100 schafft es da raus. Das heißt, das ist eine katastrophale Situation und die muss man in dieser Klarheit auch mal besprechen und nicht immer nach vorne stellen. Es gibt irgendwie Leute, die brauchen aber diese Werkstätten. Wir brauchen einen Ausgang aus diesen Werkstätten. Ja, und da haben wir alle als Gesellschaft eine Verantwortung dafür. Und was ich aus dieser Diskussion mitnehme, ist, dass es in den unterschiedlichen Bereichen unseres Lebens, in der Wissenschaft, in der Praxis, in der Politik, Menschen gibt, die leidenschaftlich für eine inklusive Gesellschaft arbeiten. Und ich finde es total wichtig, dass man diese Menschen sehr regelmäßig an einen Tisch bringt, damit wir die Kraft, die wir gemeinsam vielleicht aufbringen können, auch produktiv umsetzen, damit sich endlich was bewegt. Ich durfte ja nur einen Satz sagen. Dankeschön fürs Kurzhalten. Damit kommen wir weiter zu Dr. Thorsten Schwarz, deswegen als nächstes. Ich meine, ich fand es super toll, dass wir das heute gemacht haben. Wirklich klasse. Danke, Matthias. Aber ich finde es auch schade, das fällt mir jetzt ein bisschen auf, dass das Grundverständnis in vielen Bereichen einfach noch nicht angekommen ist. Dass wir nicht nur
ich sage es mal gerne, ist einfach mein Punkt, mein Statement. Für mich gibt es Barrierefreiheit nicht, sondern jeder und jeder von uns hat eine Behinderung in irgendeiner Art und Weise. Und dementsprechend die Selbstverständlichkeit, das komplett von der Basis auf richtig zu machen. Das fehlt mir einfach noch, egal in allen Bereichen, die wir heute zur Ansprache haben, sondern wir sollten es als die Normalität bei dem ganzen Thema, dass jeder von uns behindert sein kann, jeder kann eine Einschränkung, eine Hürde zu bewältigen haben. Und das sollte eigentlich die Akzeptanz dann auch bei den Entwicklern und in der Politik, also querbeet, weiter fördern. Und das, ich sehe es heute, es fehlt noch, aber ich glaube, das wäre ein Thema, das wir uns die nächsten Jahre auf die Fahnen schreiben sollten und dann ein bisschen pushen, um da die Akzeptanz zu erhöhen. Das klingt super, genau. Holger, wie siehst du das? Ja, ich bin froh, dass ich nicht der Einzige bin mit meinen Frustrationen, wie du es vorhin gesagt hast. Und ja, plädiere eben, wie ich gesagt habe, für Empathie. Ich glaube, das ist auch da, was das angeht. Und eben, dass man einfach mal anfangen kann, indem man eben ja, sich mal für die Tools interessiert und Dinge macht, dass wir auch vielleicht, wenn wir ungeduldig sind, vielleicht auch gar nicht warten müssen, sondern vielleicht einfach subversiv Sachen barrierefrei machen in der umsetzenden Ebene, wenn es schon nicht so ausgeschrieben wird. Gut, also einfach mal machen. Dankeschön, das ist das Motto überhaupt. Und Jens, was ist dein Fazit von heute, dein Takeaway? Erstmal überrascht über die alphabetische Reihenfolge und dass ich als Letzter komme. Meistens muss ich als Erster, das ist doof, ich mache gerne als Letzter. Aber was ich im Wesentlichen mitnehme, ist, dass es riesen Innovationspotenzial nach wie vor gibt für die Lebenswirklichkeit. Ganz viele Dinge, die schon da sind, dass aber unser Hauptproblem nach wie vor bleibt, trotz vieler engagierter Menschen es in Lebenswirklichkeit zu bringen. Und deswegen halte ich nach wie vor für richtig, dass meine Fraktion und viele andere unterstützen, dass für die nächste Wahlperiode des Bundestages eine Enquete-Kommission Inklusion angeregt haben, in der wir den gesamten Fachverstand, auch ich habe heute wieder was dazugelernt, obwohl ich seit 3,5 Jahren hauptberuflich mache, bündeln, in denen wir aber auch alle staatlichen Ebenen bündeln, weil es wenig bringt, auf der Bundes- oder Europaebene was zu beschließen, was in den Ländern eben nicht ankommt. Und ich verspreche mir davon, dass wir, weil einfach so viel auch an objektiven Kriterien dafür spricht, Gesellschaft inklusiv und barrierefrei umzubauen, ohne dass das Nachteile hätte, dass wir dafür auf allen Ebenen ein vernünftiges Verständnis schaffen und in der nächsten Wahlperiode nicht so viele neue Gesetze mit Drucksachen machen, sondern Umsetzung in Lebenswirklichkeit hinbekommen. Das wäre mein. Super. Und Uli, last but not least, wie schaut das bei dir? Ich bin nicht jetzt der Liste, ja. Genau. Also, erstmal, ich habe ja ursprünglich den Kontakt gehabt mit dem Dr. Schwarz. Ich habe heute gelernt, wir sind Thorsten und Uli. Ja, das ist auch schon mal ein Vorteil für die nächste Zeit, dass wir uns gemeinsam Forschungsprojekte mal im Du begegnen. Das andere ist, ich war überrascht, dass doch so viele Impulse existieren. Wir haben uns ein bisschen allein gesehen in der Situation, war vielleicht auch eine fokussierte Wahrnehmung von meiner Seite, aber heute war für mich klar, es gibt viel mehr Möglichkeiten als IT-Firma, entsprechend Dinge voranzutreiben. Vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank. Genau, also ein ganz, ganz großes Dankeschön an das Panel, an alle Teilnehmenden und an die Zuschauer. Auch hier haben wir Rückmeldungen. Also Sandy meint, sehr motivierend. Ups, jetzt ist es gerade verrutscht. Ich kann es jetzt, muss noch was scrollen. Also sehr motivierend, mich mehr in dem Thema weiterzubilden, um die Zugänglichkeit für alle in Zukunft mitgestalten zu können. Auch Peter sagt, sehr motivierende Diskussion. Danke dafür. Und Beatrice sagt, toll, ich bin gespannt auf die Zukunft. Lieben Dank. Dem kann ich mich auch nur im Rahmen der Organisation, Anna sagt jetzt noch interessant und viele Notizen genommen. Vielen Dank für die Links und Tools. Ebenso Maria bedankt sich für die Impulse. Also im Rahmen der Organisation kann ich mich auch nur bedanken für die Teilnahme des Panels und an die Teilnahme der Zuschauer. Es war eine wirklich sehr spannende Runde. Viele Impulse mitgenommen, kann ich mich auch nur anschließen. Insofern ganz herzliches Dankeschön und allen jetzt einen entspannten Abend und bis zur nächsten Panel-Diskussion. Dankeschön. Bis bald. Danke. Tschüss.